Ups. Profi am Werk. So, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sollte das Video nicht nochmal starten hier. So, wie geht es euch? Alles klar bei euch? Ja, grüß dich. Hallo. Junet, grüß dich. Das war jetzt gerade like a Profi hier. Zack, es sollte nicht nochmal kommen. So, ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite natürlich meine Knotosaurus. Ja, moin. Oh, jetzt am Anfang hat man mich auch schon gesehen. Also heute ist wirklich richtiges Profi-Streaming angesagt. Hast du es drauf, ja? Ich hab's drauf. Ich hab's nämlich gerade nochmal gestartet. Den Musiktitel, also. Ah, Laurin, grüß dich. Alles klar, genießt ihr die Ferien? Ich habe keine Ferien. So, es ist Dienstag, ist natürlich Vialtag. Und wir starten auch direkt los und können dann ein bisschen schnacken. So, ich hoffe, der Server ist nicht allzu voll, weil es ist ja Ferien. Ne? Ja, welchen wollen wir nehmen? 3XWF, grüß dich. Hallo. LE1 und LE2 ist auf beiden noch Platz. Auf beiden noch Platz, dann nehmen wir LE2. Alles so, klar. Ich schalte auch direkt mal gleich um hier. Bupp. Yeah. Die Jungs waren ja fleißig. Ne? Sind da zwei Dinos reingekommen. Wir hoffen, dass die Woche noch der Quetzel kommt. So. Wir hoffen es. Die Entwickler haben ja gesagt, er soll auf jeden Fall kommen. Ach so, du dachtest, gestern ist Dienstag. Ja, so gut. Ja. Da passiert jetzt in Ferien, ne? Ach nee, du hast ja auch keine Ferien, ne? Du hast ja auch sowas nicht. Okay. Ich denke mal, wir werden heute mal ausführlich den Allosaurus testen. Das heißt, für alle, die jetzt nachkommen, dann bitte auch erstmal den Allo wählen. Weil wir können ja als Fleischfresser nur, glaube ich, diese eine das Sache hast du nehmen. Gut gesagt, ich konnte eben gar kein Dino wählen, ich bin mitten im Spiel. Ach ja, stimmt. Das ist diese Datenbankfunktion, dieser Respawn jetzt. Spinosaurus, grüß dich, hallo. Stimmt, du musst dich erstmal killen, glaube ich. Alles klar. Weil wenn du dich jetzt ausloggst, dann bist du als der Dino drin, mit dem du dich ausgeloggt hast. Aber die... Achso, ist neu. Ja, 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 gut, die haben aber die leider die Suizidfunktion wieder rausgenommen. Das ist natürlich doof. Verpackst du, grüß dich. So, ab dafür. Es sieht jetzt alles komplett anders aus, ne? Es ist dicht bewachsen jetzt mit diesen Wäldern. Ja, ich merke das schon, ne? Finde ich eigentlich ganz geil. Du bist in-game Raffi, alles klar. Wie gesagt, wenn wir nachher eine Pflanzenfresserherde bilden, dann können wir ja wählen, was wir wollen. Aber als Fleischfresser müssen wir immer dieselbe Gattung haben hier. Sonst geht das nicht. Auf welchem Server LA2 sind wir? Das ist eigentlich so ein Stammserver. Muss ich erstmal jemanden finden, der mich hier frisst? Ach, da hat der Knotencode auch schon geschrieben. Ja. So. Ja, wo dümpelst du denn rum? Ich könnte dich ja fressen. Als was bist du überhaupt drin? Als Wackelarsch. Gruppeninvite. Ja, ich guck mal. Guck mal, du müsstest ja hier irgendwo sein. Dich kann ich nicht einladen. Der Killer ist zum Beispiel hier. Oh, da bin ich auch. Bin ich blind, glaube ich. Der Server. Ach, hier Kastek. Server ist auch voll. Ich bin so, total am Ende der Map irgendwo. Was hast du? Ich bin irgendwo am Ende der Map. Ja, Nightbot ist am Start heute. Der ist wieder artig jetzt. Also man kann sich jetzt schon richtig gut tarnen. Wenn man so im Gras liegt. Oh, kill me. Muss ihn angreifen. Bitte mich. Ja, ich greife ihn einfach an. Komm's gleich, alles klar. Oh toll, jetzt ist er tot. Mann. Also wie gesagt, die Leute, die jetzt hier mitspielen wollen, erstmal als Allosaurus und später, denke ich mal, machen wir eine Pflanzenfresserherde bunt gemixt. Da vorne ist doch schon irgendwas. Da war doch irgendwas. Da ist doch was. Finde ich total am Arsch der Welt jemand, der mich töten kann und dann fällt einfach um. Da ist noch ein Allo. Hallo? Er möchte nicht. Okay, wir gehen weiter.
Also wie gesagt, jetzt muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich weiß nicht, was die jetzt alles noch an der Map umgebaut haben. Aber auf jeden Fall ist alles jetzt voll mit Bäumen. So. Angreifen, wegrennen, im Gras verstecken. Ja, das macht jetzt auf jeden Fall richtig Sinn. Ich bin letztes Mal in meiner... Danke für den Follow. Was ist das für ein Name? Om Card Gamer, genau. So. Willkommen. Renn jetzt erstmal zu den zwei Bergen da vorne. Ach, mein Stamina ist schon wieder alle. Es geht aber ziemlich schnell hier. Ich muss nur kurz aufladen hier. Ja. So, ganz gediegen hinsetzen. Er ist richtig gut getarnt, muss ich sagen, ne? Also das ist schon... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, in meinem YouTube-Video, da bin ich ja auch an so einem Kanu vorbeigerannt, der sich im hohen Gras versteckt hat. Also das ist schon gefährlich jetzt, so am Wasser, wenn die da im hohen Gras sitzen. Und das wird nachher richtig geil, wenn man dann als Alligator oder Schlange da lang rennt. Ja, es fehlt noch... Yo, Shorty, grüß dich. Es fehlt noch das Feintuning, also das Gras ist noch nicht... Ich finde es noch zu... Ja, es ploppt komisch auf, das sowieso... Aber das feine Gras fand ich cooler. Ich finde, es hätte so eine Mischung sein müssen aus dem feinen Gras und dem hohen Gras. Weil das sieht so abgefressen aus, irgendwie so. Naja, wie gesagt, sind noch bei. Ist auf der anderen Seite der Berge. Ja, das ist. Ich guck mal, ob wir das große Wasserloch finden. Da werde ich mich dann auf jeden Fall hinbegeben. Ich will doch einfach nur umfallen. So, und ich denke mal, in der größeren Alu-Gruppe sind wir dann auf jeden Fall auch. Mächtig genug. Ja, Fallschaden wäre nicht schlecht, ne, wenn das endlich mal reinkommt. Ja. Oder wenn man sich selber den Kopf abbeißen könnte. Wäre doch irgendwas laufen hier. Das mit dem Wald finde ich echt geil. Wenn man jetzt hier oben steht, man kann nichts mehr sehen. Also das ist nice. Auf jeden Fall. Und die Quetzel-Animationen sind auch fertig. Ich hab ihn fliegen sehen. Ich denke mal, auch aus dem Grund werden sie den Wald so dicht gemacht haben, damit du nicht sofort jagen kannst. Und was der Quetzel nachher frisst, weiß ich nicht. Ich denke mal, der wird auf Aas gehen. Ja. Oder auf Tryo. Oder nachher auf Jungdinos, wenn sie das hier reinbringen mit diesen, mit der Funktion, dass man hier als junger Dino startet. Bei einem englischen YouTuber flogen schon die Quetzel. Ja, die sind aber noch nicht offiziell drin, dann war das testmäßig. Denk mal so als Special, so als Tester. Die großen YouTuber dürfen ja immer ein bisschen mehr als die kleinen. Das ist geil, ne? Mit dem Wald ist das wirklich geil. Wenn sich jetzt hier so versteckt. Ja. Performance ist jetzt nicht so prall im Wald, also das ist... Jetzt überlegt mal, jetzt kommt da hinten einer, der sieht mich doch niemals. Gut, ich bin jetzt ziemlich hell noch getarnt, aber da rennt man doch vorbei. Invite Chicken, wie heißt du nochmal im Spiel? Ich glaube, ich habe das schon wieder vergessen. Also Spino. Heißt du hier auch so Spinosaurus? Muss mal gucken. Wie viele hier drin sind. Das ist immer noch ein 60er Server nur, ne? Ja, ja. Oh, ich hab's Das war der Entwickler, ja, eigentlich schon, ja. So habe ich das gesehen. Ich such dich gerade irgendwie. Also Spino, sag mal, wie du in-game heißt. Aber wie gesagt, du musst auch Alu haben, sonst klappt das nicht mit der Invite. Guck dir diesen Ronald an. Ich blocken hier. Oh Mann, ey, ich bin hier total am Hinter. Soll ein Fleischfresser sein und er soll sich die Beute, also Dryo und Raptor, greifen. Und mit per Fallschaden töten können. Das ist natürlich geil, wenn du die hochhebst und dann runterfallen lässt und dann frisst. Also könnte ich mir das schon vorstellen. Die armen Raptoren, jetzt werden die auch gejagt. Ja. Jetzt ist der Dryo ja nur noch am Arsch, jetzt ist er wirklich richtig Beute. Oh Mann. Ich spiele heute nicht mit. Wieso? Weil ich hier am Arsch der Welt bin und keiner hier in der Nähe ist, der mich töten kann.
Brauche eine Stunde, bis ich bei dir bin. Also, wie heißt du in Games, Bino? Ich warte noch, sonst kann ich dich nicht einladen. Weiß nicht, ob du mir das schon gesagt hast. So, X2F, du warst The Killer, ne? Oder? Ich glaube schon. Ich lade dich mal ein. So, müsste klappen. Irgendwas kommt da gelaufen. Die Stamina ist ziemlich schnell am Ende bei ihm. Muss ich mal so sagen. Den Trio wird niemand mehr nehmen. Och, der ist doch so putzig. Den kann man nicht fressen. Überleg mal, wenn dann hier so ein Quetzel fliegt und so einen quiekenden Dryo da unten dran hat, ist auch geil. So süß, ja. Auf die Schlange freue ich mich auch, ja. Ah, die ist ja dann perfekt getarnt hier im Gras. Ja. Denk mal, die Schlange wird so ein Waldwassermoorjäger sein irgendwie. Also die siehst du ja gar nicht mehr, wenn die im Gras liegt. Also da wird es ja richtig gefährlich, durch die Wälder zu rennen. Raffi heißt du. Ja, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Ich gucke. Wir hätten bestimmt ein paar Mal daneben scrollen. Ich weiß nämlich nicht, wie das... Ach, hier ist er schon. Und Invite ist raus. Na, komm her. Weil ich will heute eine richtig große Gruppe mal bilden. Mal gucken, wie viele mit... Oh, ich habe Wasser gefunden. Als nächstes sollten sie das Wasser mal überarbeiten. Ich denke mal, wenn das nachher so richtig dunkel nach unten hin wird, dann... Es ist schon geil. Es wird so gefährlich am Wasser sein, wenn du denn trinkst und dann der Alligator von unten hochkommt. Yeah. Ja. Lira, grüß dich. Aloha, Amigos. Amigos, war das nicht so eine Schlagergruppe? Die Amigos? Die Amigos, ja. Was du alles kennst, ey. Ja, ist schlimm, ne? Eigentlich ist das schon schlimm. Die Amigos, jetzt weiß ich, was du heimlich hörst. Ja, die Schlange ist OP, ne, das weiß man nicht. Also ich denke mal, du wirst dann deine Gegner umschlingen und die kaputt drücken. Kann ich mal kurz ausruhen. Anschi, grüß dich. Mein Mod ist da. Haben sie jetzt die Sounds eigentlich alle gefixt? Ich glaube schon. Zwei Sounds, zwei still. Das zwei. Die Schlange wird auf jeden Fall ziemlich groß, ja. Titanoboa ist sehr groß. Könnt ihr mal Vergleichsbilder googeln, jetzt im Vergleich zum T-Rex oder so. Also die kann so ein T-Rex schon umschlingen. Das ist schon ein Riesenviech, auf jeden Fall. Anschi fehlt nicht, genau. Ich kenne auch so eine Sorte Schlange, die ziemlich groß wird. Ah, die Hosenschlange. Geht das schon wieder los? Ja, es ist schon wieder. Es geht schon wieder los hier. Es geht schon wieder los. Das ist der überhaupt so langsam? So. Ich habe überhaupt gar keine Orientierung mehr hier. Durch den Wald sieht alles anders aus. Schon krass, ne? Ey, ist krass. Oh, hast auch mal einen gerissen hier, oder? Ist nicht krass, es ist krass. Die also Bäume gehen. Ich heute nicht für voll nehmen. Ja, das ist. Ich stehe neben mir. Der Knotencode ist mich noch übelst erkältet. Also alle mal Mitleid in den Chat hauen. Nein, ich möchte kein Mitleid. Ich möchte, möchte Mitleid. Er möchte Mitleid. Er bettelt förmlich drum. Was hat denn da hinten? Also heute renne ich mal ein bisschen orientierungslos. Weil es alles anders aussieht. Ja, ich könnte auf die Koordinaten gucken, aber ich will mir das hier alles mal so ein bisschen angucken. Oh, ich habe da irgendwie... habe ich da Kunst gefunden, glaube ich. Was ist das denn? Ach, die Bäume sind das. Furchtbar. So, ich guck trotzdem mal. Minus 116 und 215. Ah, nee, 96. Minus 117. Minus 22 und minus 162. Du Scheiße. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Ach, guck mal, da ist Kastek. Ja! Das ist ja geil. Gefunden. Ne?
jetzt wird das durch die Berge durch angezeigt. Du bist auf der anderen Seite irgendwie. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie rüberkomme, aber ich glaube nicht. Scheiße. Eine Runde Mitleid, siehst du, bekommst dein Mitleid. Oh. Ihr habt euch schon gefunden. Ja, ich sehe ihn auch schon, aber irgendwie ist er auf der anderen Seite vom Hügel da. Ich gehe mal hin. Oh, da ist einer. Ich töte mich, töte mich. Guck mal, gute Besserung. Kannst du ja selber lesen. Oh, jetzt kniet er sich neben mir hin. Nee, da will ich ihn nicht töten. Nein, er ist weg. Er ist weg, ich sehe ihn nicht mehr. Ich will doch einfach nur sterben. Geh mal in die Richtung jetzt. Mein Mitleid ist gerade ausgegangen. Bist du gemein? Ja, doch. Das ist Männergrippe, da muss man Mitleid haben. Ja, die kann tödlich werden. Und ich habe natürlich hier wieder, ne? Für ein Product Placement gerade gemacht, kriege ich Millionen für. Ein bisschen Naschi muss ich auch haben, ja. Haben die irgendwas am Stamina gemacht? Oh, hier ist der Rest. Also ich habe die Leute hier schon alle. Cool. Weil das Stamina ist bei dem ja übelst schnell alle. Mann, hier muss doch mal irgendwo der Tod lauern. Osterhasenrasen? Beim Mediamarkt? Hä? Okay. Das ist ein Insider? Ich stehe gerade auf dem Schlauch irgendwie. Osterhasenrasen? Ja. Sagt mir auch nichts. Wir sind alt, also klärt uns auf. Oh, das ist lieb. Du hast Mitleid für zwei. Oh, das ist schön. Eagle Eye. Oh Mann. Komm ich da rüber? Das nächste Problem ist natürlich, wenn man jetzt hier irgendwo festbackt. So wie ich jetzt vielleicht. Kann man sich nicht mehr töten. Also man muss jetzt übelst aufpassen. Genau, Anchi. Ich komme hier nicht rüber, so eine Scheiße. Ich glaube, da hinten ist irgendwo. Ja, geh weiter. Ich will dich nicht töten. Hübsche Blümchen haben wir jetzt hier auch stehen. Oi. Oh Mann. Ich komme nicht mal hier hoch, das gibt's nicht. Ich sehe euch ja schon, ich sehe euch schon. Oh Mann. Ich muss nur versuchen. Alter, die sind schon alle beisammen hier. Ich habe Angst, wenn ich da jetzt. Da komme ich doch nicht rüber, oder? Angst, dass ich den hier festbacke. So, nee, sowas mache ich nicht. Irgendwie habe ich bei sowas eh nie Glück. Komm, komm, noch ein Stück. Komm, komm, du kommst hoch, du kommst hoch, du kommst hoch. Komm. Ja, komm. Ach. Geh doch da hoch, Mann. Ja, ja. Super. Ah. So, die Hälfte der Gruppe hat sich schon gefunden. Der Streamer lässt auf sich warten. Ich denke mal, bis um 1 schaffe ich das auch. Und der andere hat keinen Durchblick. So. Wie immer eigentlich. Knotosaurus bist du jetzt. Das ist geil. Ich hätte mal den anderen Skin nehmen sollen. Da ist man besser im Wald getan, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Müsste ja jeder Mediamarkt machen, oder? Stimmt. Ich bin allgemein Glücksspiel und so. Das funktioniert nie oder so. Wenn er mal so ein Dreier im Lotto. Dann freut man sich schon. Ein Zweier habe ich auch schon geschafft. Ja. Ja, ja. Wo sind die Leute alle? Also es sollten ja, diese Woche sollten ja noch 6 Dinos kommen. Letzte Woche haben wir ja die 2 reingekriegt. Und ich bin gespannt, ob sie das wirklich einhalten. Es könnte passieren. Könnte passieren. Der nächste wird definitiv der Vogel sein. Der ist nämlich fertig. Und das wurde ja auch im Stream schon vom Programmierer gesagt, dass der Vogel kommt. Dann haben wir alle einen Vogel nachher. Ja. Alle werden fliegen. Ja, aber kennt ihr diese Leute, die ständig Sachen gewinnen? Das ist... Oh.
Gibt ja auch Leute, die zweimal im Lotto gewinnen, ne? Also das ist schon... Naja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ja. So, wer von euch hat denn jetzt Ferien? Welche armen Schweine müssen arbeiten gehen? Ich hab Ferien. Ich hab eigentlich, hab ich ja die Woche Urlaub mir gegönnt. Ne? Ich bin ja selbstständig und... Aber ich gehe morgen trotzdem zum Kunden arbeiten, weil das muss. Also Urlaub habe ich nie, wirklich. Mit 6 Sinus kommen, habe ich einiges aufzunehmen, ja. Das war, letzte Woche war sehr hart. Weil ich die Videos habe ich dann quasi spät aufgenommen. Und dann noch gerendert, hochgeladen und gleich online gestellt. Also da war ich schon mal länger wach. Ach, da vorne bin ich. Ah. Willkommen, ne? Na, jetzt sind wir schon eine schöne Vierergruppe hier. Geil. Sehr, sehr geil. Oh, wird gleich geschmust hier. Yeah. Oh, jetzt brauchen wir noch den Knotencode und dann sind wir schon mal 5. Na, ich muss erstmal sterben und dann muss ich noch mal 5. 5 Alos. Ich denke mal, wir gehen jetzt wieder zum großen Wasserloch. Ich muss nämlich... Oh, ich brauche Nahrung dringend. Wir müssen jetzt irgendwas reißen. Da unten ist noch einer. Noch ein Alo. Komm, töte mich. Also ich finde es wirklich sinnvoll, wenn sie demnächst mal den Voice-Chat reinballern. Oder den Gruppen-Voice-Chat. Hau mich da rein. Weil wenn ich euch was sage, kommt das ja immer erst so 12 bis 15 Sekunden später an. Oh, Nahrung. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Ich muss essen. Ah, kommt noch ein Alo. Warum tötet er mich denn nicht? Danke. Jetzt hab ich hab ihn erwischt. Nö. Oh, Vorsicht. Der kommt. Vorsicht. Nein, ich kann nicht weglaufen. Ja, meinst du, was ich für ein Problem jetzt hab? Ich kann nur noch humpeln. Bin schon wieder allein. Ich kann nicht laufen! Scheiße. Ah, da haben wir Arschkarte. Oh, ich bin auch schon fast tot. Nein. Da müssen wir taktisch herangehen. Das ist natürlich jetzt scheiße. Nun, seid ihr alle tot? Ja. Oh nein. Weil gegen Stego hast du keine Chance, also das ist brachial. Ah, die Stegos. Ja, was wollen wir jetzt nehmen? Also ich würde gerne nochmal den Alu versuchen. Wir versuchen ihn einfach nochmal. Ich nehme jetzt den Skin. Also mit Stego brauchen wir uns definitiv nicht anlegen. Um, da waren wir tot. Bei dir schließt Twitch die ganze Zeit. Muss vielleicht nochmal komplett neu laden. Am besten mal F5 oder den Browser neu starten. Sollte helfen. Also hier läuft alles glatt. Stego sind so stark, ja, das ist das Problem. Man muss den taktisch angreifen. Man muss wirklich... Und wenn man öfter in der Gruppe spielt nachher, dann geht das eigentlich auch ganz gut. Aber Stego ist... bad. Badass. Deshalb freue ich mich ja auch so auf den Giganotosaurus oder den Spinosaurus. Das sollte auf jeden Fall interessant werden. Dann haben wir... ja... noch eine gute Alternative. Ach ja, stimmt. Ich muss euch ja wieder alle inviten hier. Geht's los. Jetzt schreibe ich mir die ganzen Namen her alle auf hier. So. Schade, dass man wieder inviten muss, die Leute. Einmal Kastek. Bup. Wen habe ich jetzt? Okay, hat geklappt. Gut. Dann dich. Dann The Killer. Wo bist du? Ronald kann ich noch nicht. Irgendeinen habe ich doch jetzt vergessen. Ich humpel nee, wir waren 4, ne? Wir waren erstmal 4. Ich bin Humpelsaurus. Wer will ein Stück Schoki? Schoki ist eine geile Idee. Ja, bin ich dabei. Hast du auch was? Nö. Hm. Ich habe heute gar nichts hier. Okay. Oh nein. Lass mir in Ruhe, blöder Vogel.
lästig, ey. Oh, ich sehe ein Wasserloch. Vielleicht treffe ich da jemanden. Oh, wo bist du, Vogel? Wo bist du? Ich sehe dich da hinten. Die sind alle OP, das ist scheiße. Du bist am Doppelsee, alles klar. Da, wo die Brücke in der Mitte ist, ne? Ich gehe jetzt auf die Jagd. Ah, ich denke mal, der Voice Chat wird noch kommen, dass wir wenigstens innerhalb der Gruppe reden können. Du hast nichts bekommen? Ich habe dich eigentlich eingeladen. Nicht, dass ich jetzt einen Falschen eingeladen habe. Da, zack, jetzt müsstest du eine Einladung gekriegt haben. Gekriegt bekommen natürlich. Wer ist das? Hallo? So, hallo? Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, du greifst mich an. Auch du Humpels. Ja, ja, so wie der Arsch hier. Ist irgendwas passiert hier? Commands? Nee, mein Night. Wieso? Mein Nightbot, da muss ich noch irgendwas. Achso, wegen den Capsets. Ja, das muss ich alles noch einstellen. Jetzt geht er an. Ja, das ist manchmal so komisch. Ich wurde invited. Okay. Dann machen wir das mal so. Kann ich annehmen? Hat das jetzt geklappt? Also manchmal scheint das nicht zu funktionieren hier, glaube ich. Seid ihr zufällig irgendwo bei mir in der Nähe? Ich weiß es nicht. Plus 51, minus 46. Nee, ich glaube, das muss ich noch einem aktivieren mit diesen Caps. Ach, da unten ist der. Töte mich. Ich bin hier. Boah, jetzt hab ich den nächsten getötet. Der ist tot. Nahrung. Fallen sie alle wie die Fliegen. Ja, ist er nicht an mit dem Caps Lock. Muss ich nochmal anschalten. Okay, da ist auf jeden Fall Kasek. Ist noch nicht eingerichtet, genau. Zu mir so ein dämlicher Stego. Scheiße, hau da ab, Mann. Ich will da nur was essen, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Will mich nicht matchen und ich kann schon wieder nicht laufen, weil ich schon wieder... Stamina sollten sie bei dem nochmal dringend überarbeiten. Nein, lass mich doch in Ruhe, Mann! Oh. Scheiße, ich bin gleich tot. Ich kann nicht abhauen. Mann, das gibt's doch gar nicht. So ein Stück Scheiße hier. Ich mach dich. Kill dich. Bastard, Alter. Ah. So, das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hier, glaube ich, als irgendwas Großes. Ich mach den jetzt tot. Mach mich doch tot. Tut mir leid, ich muss jetzt als T-Rex rein. Ich will mit den Krallen jetzt. Das nehme ich jetzt persönlich. Vor allem das Schlimme ist ja die Stamina, wenn die so schnell alle ist. Man kann ja nicht mehr fliehen. Ich muss den jetzt töten. Welche Ecke bist du? 118 und 164. Oh, Scheiße. Bin doch schon wieder am Arsch der Welt. Geh mal am besten in die Richtung. Ich kann nur noch kriechen, so bin ich verletzt. Komm nicht vorwärts. Ja, Stego ist zu krass. Der ist einfach zu krass. Was soll ich da machen? Da hat man keine Chance. Ein bis zwei Schläge und ich bin kaputt und der
bis ich den Tod gebissen habe, das schafft der Alu nicht. Da fehlt einfach die Power. Da oben haben wir doch irgendwas. Was ist das? Jetzt häng ich am Stein fest, du geh doch weiter, Mann. Der ist da, wo die Rampe war, da wo sich eigentlich alle treffen. Aber den will ich haben. Hier kann ich erstmal mich laben an ihm, das ist gut. Hier liegt ein toter T-Rex. Ah, ist ja stressig mit dem Alu-Mensch. Was ist denn da für ein Mistvieh? Nichts zu gebrauchen, oder? Ja doch, du brauchst eine große, aber wie gesagt, der Stego ist OP. Der haut da zweimal mit seiner Keule zu und dann ist es Wünsches hier, dann ist vorbei. Und ich konnte nicht fliehen, weil mein Stamina alle war, weißt? Ich wollte erstmal essen und er hat mich nicht gelassen, er hat mich einfach so getötet. Lag ein toter T-Rex, ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich bin ein Kannibale. Nein. Ich bin eine Biene. Nein. Ich heiße Marvin. Disley, grüß dich. Abend. Ja, ich brauche jetzt irgendwas, was Stärkeres. Also wenn die alle jetzt reinkommen, dann als T-Rex. Ist ja schlimm. Der Alu ist cool, aber was jagt man damit? Bäume. Du bestäubst mich, das ist schön. Das macht Spaß. Ah. Wie viele... Da ist doch schon wieder ein Alu. Wie viele Alus braucht man denn, um so ein Stego platt zu kriegen? Also... Ja, man muss geschickter angreifen, ne? Angreifen, beißen, dann muss der nächste kommen und das muss in Harmonie passieren. Und dazu müsste man öfter in der Gruppe spielen, das ist wichtig. Gryos. Gibt's sowas wie Skills? Nee, das soll aber kommen. Also ein Skillsystem, denke ich mal, wird bald kommen. Also es ist geplant, habe ich schon gehört. Aber man hört hier viel. Ich denke mal, das wären so, weil jetzt gibt es ja nur den Spielemodi Deathmatch. Ich denke mal, es wird nachher verschiedene Modi geben, dass man als Jungdino, vielleicht Grown Up oder sowas, so ein Modi, dass man als Jungdino dann durchstarten muss. Und dann wird es da auf jeden Fall ein Skillsystem geben müssen, dass man dann langsam immer größer wird und so. Also hier ist noch einiges offen bei dem Spiel. Ah, jetzt bin ich hier bei dem Dings hier. Bei der Ruine, bei der großen. Marvin und die Zauber-Dubstep-Flöte, ja geil. War das nicht da, wo die ganzen Viecher alle kotzen und dann Dubstep rauskommt? Aber. Aber mir gefallen diese Dummy-Bäume nicht in der Ferne, wenn die aufploppen. Jo, kein Ding. Hier wird doch bestimmt noch einer rumlungen. Hoffe ich doch mal. Ist das Wasser da hinten? Man sieht durch die Bäume jetzt nichts mehr. Das ist natürlich jetzt auch schwieriger. Ja. Ich glaube, da vorne müsste... Ach so, da ist wieder... Muss diesen ollen Maya-Tempel finden, den weiß ich wieder. Aber ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. Bin gerade an dem Tempel. Von Patch zu Patch werden die Frames immer schlechter. Ja, das ist leider so. Ah, ich bin wieder da. Bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab ich immer noch versteckt. Ist auch kein Mensch hier. Ja, das mit den FPS ist mir auch schon aufgefallen. Das wird immer, wie gesagt, ich spiele jetzt hier auf Ultra, noch auf Ultra. Aber im Wald wird's immer schlechter. Aber das Problem hat ja Ark auch gehabt. Das ist halt diese. Das ist halt die Unreal Engine, ne? Was soll man machen? Ich hätte für das Spiel wirklich eine andere Engine gewählt. Also, Frostbite Engine hätte ich dafür gewählt. Ne, Frostbite-Engine kennt ihr ja von Battlefront, Star Wars, das Battlefield sowieso. Und jetzt vom neuen Need for Speed. Das sieht geil aus, das sieht richtig mega aus. Und die läuft eigentlich immer sauber, ne? Frostbite-Engine läuft immer sauber.
und sieht fotorealistisch aus. Aber ich weiß halt nicht, wie es sich auf großen Karten so macht mit der Frostbite, obwohl man ja sagen kann, dass Battlefront auch sehr große Karten hat. Und selbst das Spiel lief Bombe auf Ultra mega flüssig. Und wie gesagt, ich denke mal, das Spiel würde in der Frostbite Engine halt einfach mega aussehen. Richtig mega. Bist du am Tempel, Ronald? Achso, du kannst das selber lesen. Okay, er ist am Tempel. Hier liegen eine ganze Menge tote Dinos unten. Genau, und jetzt schon sing ich. Ja, schon quäle ich euch. Ab wie viel fängt so ein High-End-Gamer-PC an? Naja, ich sag mal 1,5, 1,6. Ich wollte gerade sagen, 1,5 mindestens, ja. Ja, High-End. Also wirklich High-End dann. Natürlich geht noch mehr rein, ne? Aber so ab 1,5 würde ich sagen, beginnt es dann. Für 1,5, also für 1,6 ungefähr, kriegst du eine fette Butze schon. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, man kann das ja immer nicht vergleichen. Diese ganzen Early Access Games sind alle nicht optimiert. Das heißt, das Endprodukt könnte flüssiger laufen dann auf jeden Fall. Wenn das Spiel mal irgendwann fertig ist, wird man wahrscheinlich nicht so eine High-End-Butze brauchen. Aber das ist ja bei den Spielen immer so. Oh, ich höre irgendwo was trampeln. Komm zu mir. Oh, hier schon wieder Krieg der Welten, glaube ich. Da kommt was. Wir sind überall T-Rexe. Töte mich. Den greife ich jetzt an. Also essen muss ich nicht, ich muss aber was trinken, das ist schon mal gut. So, wer will hier Stress? Ja, bin ich. Du bist ein Diabolo? Ja, tötet mich. Ja, irgendwo müsste doch meine Leiche stehen. Hat er mich schon erwischt? Ja, er ist tot. Ich bin auch schon wieder fast tot. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab zu spät gebissen gerade. Ach, guck mal, ein Stego. Und der liegt so ganz... Was läuft denn der weg von mir? Verführerisch, da. Komm her. Ja. Oh. Vielen Dank. Oh. So, als was soll ich jetzt kommen? Ja. Ja. Guck mir zu. Guck mir zu. Guck mir zu! Ja. Als was soll ich reinkommen? T-Rex. Alles klar. Oh, ich hab's nicht gemacht. So, wo haben die mich ausgesucht? Mir ist fertig. So, wo steckst du? Ich bin am großen Wasserloch, wo wir eigentlich immer alle sind. Koordinaten, bitte. Mal kurz durch hier. Ah, ich habe noch gar nicht getrunken. Ja, Koordinaten sind minus 40, 130. Minus 40, ja? Ja. Das ist da, wo die Rampe damals war, ja. Trink! Leichenschänder, ja, das ist gut. Nominigung, grüß dich, hallo. Als nächstes soll eigentlich der Quetzel kommen. Wurde so angekündigt. Wir hoffen's. Wie gesagt, er fliegt schon, er hat Animation, er ist theoretisch fertig. Aber das andere wäre unlogisch eigentlich, ne? Es wurde im Stream jedenfalls so gesagt, dass der Quetzel kommt. Und dann seht ihr nur noch die Viecher hier in der Luft fliegen, das ist dann richtig mega. 1000 HP habe ich noch, das ist gut. So Leute, ich bin hier am Wasser. Ja, ich komm. Hör auf, das ist nicht der Angenehm. Kannst mich ja mal einladen. Wieso? Schon mal. Ich habe ihn nur geteabaggt. Spaß dabei gehabt. Ich kann dich einladen. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich schon in einer Gruppe jetzt drin, oder? Wo sehe ich das denn? Ja, ich bin schon in der Gruppe drin, glaube ich. Oder? Müsste dein Minus vor sein, ne? Dann komme ich wieder raus, oder? Bin in gar keiner Gruppe drin, glaube ich. Lade ich jetzt mal
du eine Einladung gekriegt? Ja. Dann lade ich die anderen jetzt auch nochmal ein. Ich gucke, ob das jetzt so klappt. Wo ist er denn? Ja, ich doch. Das sieht. Das sieht klappen. Ich stech mich 100-mal an der Leiche. Ja. Wer ist das denn jetzt hier? Ich weiß es nicht. An sich, na, wir glauben ganz fest dran. Wir glauben ganz fest dran, dass die Woche noch ganz viel kommt. Und jedes Mal munkelt man mehr, dass die Menschen reinkommen. Also dann wird's hier, ich denke mal, dann wird's richtig heftig, wenn hier die Menschen nachher mit Humvees rumfahren und mit MG obendrauf. Also das wird mega interessant. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir schauen. Neuer Todesfall, Mensch, Martin ersticht sich selbst mit Stegosaurus-Stacheln, ja. Aber es war geil. Indem er seine Klöten beim Teabaggen aufschlitzt, ja. Wen habe ich denn jetzt schon eingeladen hier? Ach so, der ist drin. Ronald ist drin. Ah, jetzt sehe ich das auch. Hier ist noch ein Minos. Der Killer ist drin. Wo ist Kastek? Ist Kastek raus? Hat er irgendwas geschrieben? Ist Kastek raus? Gelesen habe ich nichts. Aber jetzt auch nicht. Manchmal überliest man Sachen. Also nicht böse sein denn. Aber ich sehe ihn jetzt hier gar nicht. Nee, er ist nicht da. Er ist raus. Wen hatten wir denn noch? Raffi. Raffi, wo bist du? Raffi! Ich sehe sie, Killer. In weiter Ferne. Raffi ist auch raus, so wie es aussieht. Bilder sind in deinem Kopf. Lass es zu. Lass es einfach zu. Lass es geschehen. Es wird dir gefallen. Ne, die Leute, die beiden Jungs sind raus. Seid ihr noch im Stream? Wer ist das hier vorne? Schade, dass man den Namen jetzt nicht mehr sieht. Ronald, da ist er. Ja. Ich hab's geschafft. Wer ist das hier unten? Oh geil, hier liegt sogar was zu essen, das ist schön. Das mit den Gruppen ist was Feines, ja, auf jeden Fall. Weil das sorgt ja auch dafür, dass man sich im Wald wirklich verstecken kann, ohne dass der Name einen verrät. Wer hat das Ding zu Fall gebracht, ja? Keine Ahnung. Ach scheiße, brauchen wir gar nicht hinterherlaufen. Kacke. So, mal vertrinken. Wie gesagt, mir fehlt noch der Gruppenchat. Guck mal, wie die komisch da im Wasser hängen, ne? Sau geil. Ja, die anderen beiden scheinen nicht mehr da zu sein. Auch im Stream nicht mehr. Habe ich irgendwas überlesen? Ich glaube nicht. Steht da ein Baum im Wasser? Der war doch vorher nicht, ne? Da ist wohl irgendwas schiefgegangen durch. Oh Mann. Ja, wer übernimmt hier die... Achso, ihr sonnt euch noch ein bisschen hier, ja? Ja, ich habe eine lange Reise hinter mir. Hä, wieso sehe ich eure Namen? Achso, ihr seid ja... Du bist ja dunkle hier, ne? Ja. Endlich. Ah, du auch nochmal? Er wackelt noch ein bisschen mit dem Arm. Nö. Als sich der Kano versteckt hat, ja, hast du auf YouTube gesehen. Genau, das war fies, ne? Das war wirklich... Ich wollte so schön ans Wasserloch gehen, hab... Denk an nichts Böses. Und auf einmal kommt er da aus dem Büsche raus und frisst mich auch. Also. Schon mies, ja. Weil der Mayasaura ist ja auch so eine laufende Fleischfabrik, keine Ahnung. Was schleichst du hier rum?
Weiß auch nicht, was der für eine Funktion hat. Aber ist ja egal, es muss ja die Artenvielfalt geben, ne? Deshalb machen die Pflanzenfresser, bilden ja auch Herden. Damit sie besseren Schutz haben. Und in der großen Herde ist ja... Ist ja gut. Perfekt getarnt. Ich habe Liebe für alle, natürlich. Auch für tote Dinosaurier habe ich Liebe übrig. So muss das sein. Damit ehre ich quasi die Toten. Ja? Da oben sind diese Miststegos. Da oben sind die Mistviecher. Wie gern würde ich die jetzt vernichten? Oh, wie gern würde ich die vernichten? Guckt euch an, diese Mistköpfe da. Ja, das schaffen wir zu dritt, aber ne. Nee, das sind zu viele. Wir brauchen mehr T-Rex, auf jeden Fall. Bündelt in einer weißen, zähflüssigen Masse. Ja. Oh Mann. Ihr seid Schweine. Guck mal, die machen das da hinten auch. Wie können wir die jetzt am dümmsten... Ah, die kriegen wir nicht kaputt. Da ist ja noch ein Trike zwischen, ne? Aber guck mal, mit den Rexen da hinten... Könnte das eigentlich was werden? Guck mal, wie er schon... Guck ihn dir an da. Aber ich bin angeschlagen. Ich bin schwer angeschlagen. Das ist mein Problem. 1400 HP habe ich noch. Aber jetzt werden sie aktiv. Jetzt gehen sie nämlich auf die Jagd. Ah, 1400 ist auch noch okay. Ja, es sind zwei Schläge, dann bin ich tot. Guck mal, wie sie denken, dass sie die Könige sind. Wir müssen auf jeden Fall hier... leider auch zur Zeit. Ja, ja, wir müssen hier leider in der... Also wir werden mal hier in der Nähe bleiben und warten, bis die anderen Rexe angreifen. Weil dann haben wir eine Chance. Mahmut, grüß dich! Komm weg da, komm weg, Killer! Komm! Musst du mit uns zusammen angreifen, doch nicht so, nicht alleine. Oh, der eine ist schon schwer geschlagen. Okay. Ach, scheiße, Rinder ins Gefecht. Oh, er hat mich erwischt. Ich hab zu spät zugebissen. Yo, der ist platt. Ja. Den habe ich ihn auf jeden Fall auch noch erwischt. Du hast ihm den Rest gegeben. Jawoll! Kamikaze-Angriff, ja, unser Hügel. Was mit dem hier? Ist der tot? Ja. Jawoll! Der Killer hat die Initiative ergriffen. Sehr gut. Ja, es ist einfach gar nicht lange nachdenken. Einfach. Richtig. Jetzt essen. Ja, ja! Ja, hier, du musst das an der Leiche machen. Ja. So. Oh nein. Das ist jetzt unser Pinkelberg hier. Oh, guck mal, da unten kommt schon wieder. Da kommt schon wieder ein Stego. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr. Ich habe nur noch 700 HP. Also ein Treffer, dann bin ich tot. Oh, mich haben sie nicht erwischt. Ah. Er hat auf dich eingeschlagen, wenn ich ihn gebissen habe. Ah, ich habe ihn gebissen. Dann hat er mich getroffen und du hast ihm den Rest gegeben quasi. Ja. Oh Mann. Geil, richtig geil. Und diese Aktion... Sie herkommen, um sich zu rächen. Ja. Oh, sie kommen. Von vorne, der kommt. Na, soll er kommen. Killer, steh auf! Oh, hinter uns kommt auch noch einer. Oh, das wird jetzt gefährlich. Der kommt direkt auf mich zu. Ja, ich seh schon. Killer, bist du AFK? Oh. Ja, was macht der? Macht er was? Will der? Der will das wie ihn töten. Ja, kann er haben. Oh, der andere kommt. Nein! Oh, ich bin schwer in die Keule reingerannt, so eine Scheiße. Ich lerne das auch nicht. Erwischt. Ich lerne das auch nicht. Ich beiße immer zu spät zu. Ah, verdammt. Ich bin gleich wieder da. Ja, jetzt habe ich auch nur noch 900, also ein Treffer, ey. Ein Treffer, ja. Von 1700 auf 900 runter. Siehst du, Hauptsache es macht mir Spaß, genau. Wenn ich mich an so einem Stego vergehen möchte, dann
mache ich das. Jetzt hängt der wieder an so einem Busch fest. Weg. Ich muss mir merken, dass er immer ein bisschen versetzt angreift. Ich beiß immer, ich drücke immer den Auslöser zu spät. Muss früher, damit ich ihn treffe. Ja. Hinsetzen, da regeneriert er schneller. Regeneriert. Okay. Ich hab schon wieder Deutsch hier heute. Das ist. Boah. Aber gut zu wissen, auf jeden Fall, danke. Ich glaube, ich bin sogar schon wieder in der Nähe. Du hast Angst vor Anchi? Ja, solltest du auch. Anchi ist gefährlich. Oh Mann, dass der immer an den Steine hängen bleibt. Drei Tode, ja. Gut getan, Zitzler. Illuminati. Ich habe noch nicht einen Kill heute gemacht. Das ist furchtbar. Echt nicht? Nee, heute ist irgendwie. Heute geht's nicht. Boah. Sonst klappt das ja immer ganz gut eigentlich. Bastard. Aber man kann ja nicht immer, ne? Ein Pro-Gamer sein. Da ist er. Ich hab zu viel Need for Speed jetzt gespielt. Ich versuche mit dem Rex zu driften. Das ist mein Problem. Jetzt verpisst er sich. Weg ist er. Ja, Sera, so ist das. Was soll ich dazu sagen? Oh, von hinten. Ist tot? Scheiße. Ja. Oh. Von hinten angeschlichen, diese Drecksau. Was denn, was war's jetzt? Bist du wieder als Rex drin, oder was? Ja. Oh, Manu. Wollen wir danach mal Pflanzenfresser machen? Weil dann gehe ich als Trike rein. Oh, definitiv. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Dann wäre ich jetzt gleich als Pflanzenfresser schon reingegangen. Ja, wir machen noch eine Runde jetzt als T-Rex und dann gehen wir als Pflanzenfresser rein. Und dann mischen wir den Laden auf da. Aber irgendwas haben die. Ja, man soll nicht sprechen mit vollem Mund. Gleich. Nee, ich spiele kein CSGO. Das packe ich nicht mehr. Da bin ich zu schlecht. Wir sind zu alt für sowas. Ich war damals, Counter-Strike, wo es rauskam. Jetzt kommt wieder das Retro-Gequatsche. Wo es als Half-Life-Mod rauskam, da habe ich extrem Counter-Strike gespielt. Hab auch auf so einer Art Turnieren gespielt, aber bis zur 1.6. Nee, Quatsch, die 1.6 habe ich gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, bis zur 1.3. Habe ich gesuchtet, also richtig gesuchtet. Aber da hat man auch noch Reflexe gehabt und es wird heute nichts mehr. Man könnte es noch wieder trainieren, aber da ich Familie habe und alles, das würde ich gar nicht schaffen. Ich müsste dafür, keine Ahnung, 4-5 Stunden Counter-Strike am Tag spielen und YouTube, das Streamen, das wird alles nichts werden. Und ich muss auch sagen, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Das ist so. Muss ich nicht mehr haben. Grafikhure, genau. Sieht auch nicht so schön aus, von daher. Aber es ist wirklich so, in einem gewissen Alter, ich hab ja CSGO, habe ich glaube ich liegen sogar. Und ich habe das mit Vaters gespielt. Gegen Bots. Hab da so auf die Nüsse gekriegt. Wo ich mir so denke, ne. Das geht nicht mehr. Peinlich war das. Naja, Sino hat ja auch die Zeit dafür, ne? Ist ja auch sein Ding. Okay, ich nehme mal an. Bin ich jetzt drin? Ich habe F1 gedrückt, aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Keine Ahnung, ob ich jetzt drin bin, ich weiß es nicht. Spino Boy, da bist du wieder. Nee, Quatsch, das ist ja ein anderer, ne? Weil hier ist schon mal einer, ja. Spino. Alles klar, dann sei willkommen. Der andere war Spinosaurus, hieß der, ne? Genau, Spinosaurus 2 oder so.
Ronald hat schon 6 Kills. Boah. Ja. Das waren die Verzweifelskills, wo ich dir alle anpieken wollte. Damit ich hab 0. Ich habe 0 zu 3 müsste ich jetzt haben. Muss mal gucken. Bin ich jetzt schon irgendwo in der Gruppe drin? Ja, es klappt nicht. Ich kann den Invite nicht annehmen. Deshalb muss ich euch... Doch, ich bin drin. Bei The Killer bin ich drin. Hat geklappt. 0 zu 3 habe ich. Siehst du, ist doch wunderbar. Aber ihr habt ja auch schon gesehen, dass ich besser kann. Ja, ja. Da kommt da irgendwer ist da hinter mir, glaube ich. Das ist mir auch relativ Wumpe. Nein, das kratzt jetzt an meinem Ego. Na, wie gesagt, ich habe ja auch mal CS gesuchtet, wie ein Bekloppter. Also man ist dann nachher... Oder Quake 3 Arena habe ich auch gespielt, wie ein Idiot. Also, falls das einer von euch noch kennt. Aber dafür muss man wirklich Zeit haben, sonst wird man schlecht. Man wird einfach schlecht, wenn man es nicht regelmäßig spielt. Und zeitlich geht das halt nicht. Oh, ich lade mich mal wieder auf, das dauert ja schon wieder. Knackige 15, ja. Oh Mann. Ja, eben, darum geht's ja. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe mit Counter-Strike damals. Da war ich, glaube ich, 13, 14? Ich glaube, wo ich 14 war, kam die Mod raus für Half-Life. Da gab's dann immer so ein kennt ihr die Zeitung GameStar noch? Ja, bestimmt. Da gab's dann so eine Mod-CD und da war das für die Half-Life-Version, keine Ahnung was, war das denn bei auf einmal, Counter-Strike. Und das war halt richtig schwierig, das zu installieren, da das dann alles funktioniert. Und haben noch rumgekrackt und boah, das war... Und dann ging los. Dann haben wir das noch im LAN gespielt. LAN-Partys gemacht und so. Mit den dicken 17- und 19-Zoll-Monitoren. Die Röhrenmonitore noch. Wenn der eine den Monitor angemacht hat, hat der andere geflackert und so eine Scheiße. Also, nee, Counter-Strike ist total an mir vorbeigegangen. Nee, also da war ich richtig suchti. Stundenlang, nächtelang vor dem PC gesessen und so. Hast ja keine Verantwortung gehabt. Hast ja nur die Schule gehabt. Oder nachher schon Lehrzeit war das, in der war ich in der Lehre. Und da selbst da im Unterricht haben wir das teilweise gespielt. Also es war... Weil unser Dozent hat damals immer LAN-Partys veranstaltet, so eine Haus-LAN-Partys. Und da war... Hat der Dozent da auch mal richtig auf den Sack gekriegt. Hat schon Spaß gemacht. Quake 3 war dir zu hektisch. Ich hab... Was war das? Dein Stuhl, ne? Boah, das war mein Stuhl. Ich hab mir jetzt einen Fuck gekriegt. Quake 3 habe ich zum Beispiel noch, da gab es diese Option, diesen Fischblick. Da hat man so einen richtigen Tunnelblick gehabt, den habe ich auf Maximum gehabt. Und dann haben wir da auch richtig so Rocket Jumps gemacht und so, es war schon krank. So, und dann gab es dann noch die Alternative hier, Unreal Tournament. Auch sehr geil. Aber ich war mehr so der Quake 3 und Counter-Strike-Spieler. Und düppelt ihr jetzt gerade rum? Ich habe keine Ahnung, ich renne jetzt irgendwo, ich glaube ich renne sogar in die richtige... Ich bleib am Busch hängen. Ich bin jetzt wieder am Wasserloch und ihr seid hier gerade. Ja, das habe ich mitgekriegt, Spino. Spino Boy. Spino Boy 78, ist das dein Geburtsjahr? Naja, so eine LAN-Party ist eigentlich, war das immer sehr geil. Also wir haben hier bei uns, im Dorf wollte ich gerade sagen, nee, im Dorf ist ja hier, in unserer Stadt hier, haben wir einmal im Jahr die Sund-Explosion, das ist unsere größte LAN-Party hier. Und das war immer heftig, aber ich war schon jahrelang nicht mehr da. Ich habe vor kurzem überlegt, mal wieder hinzugehen. Weil da haben wir dann auch immer CS-Turniere gespielt und so. Das war schon geil. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich renne schon wieder am Arsch der Welt rum, ey. Ich bin am Wasser, ich warte da. Sag mir nochmal die Position, bitte. Minus 43 plus 132. Plus, ich glaube ich... Plus 132? Ja. Du Scheiße. Muss ich in die Richtung, glaube ich. Minus 42 auf jeden Fall. Was? Minus 42? Oder hast du ihm gesagt, oder? Minus 43, ja. Ja, gut. Ja, kommt hin. Muss ich da erstmal hin? 2000 ist sein Geburtsjahr, okay. Wird er, ja. Oh Mann, das ist schon so lange her.
sehe Freunde. Du hast dich gedeckt mit Cola. Mit Futter und Cola. Ja, ich habe hier meine Toffifees liegen. So, ich versuche erstmal bei minus 40 zu kommen und dann renne ich hoch. Aber das müsste so eigentlich ganz gut klappen jetzt. Also ich find's schade, dass Suizid nicht mehr geht. Oder ist das mittlerweile schon wieder drin? Ich probier's mal. Klappt leider nicht. Schade, sonst hätte ich mich jetzt hier schnell umgebracht. Was brauche ich denn hier für Mist? Zack. Jo, schlaf gut, Sera. Mach's gut. In 4 Tagen hast du Geburtstag. Irgendwie haben alle Geburtstag. Nein, ich nicht. Du bist der Jüngste. Oh, Bambi. Er ist Bambi hier. Ich verhungere, glaube ich, noch unterwegs. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, du kannst dir gar nicht verhungern. Ne? Also, das die haben definitiv haben die irgendwas an der Stamina verändert. Das ist ja ruckzuck weg jetzt. Ja, absolut. Ne, also das war ja vorher nicht so krass. Weil man läuft 10 Meter, dann ist die Stamina weg. Ach, hier ist der Berg, wo ich vorhin rüber bin. Ah, alles klar. Cola hält dich wach. Kuschelt ihr gerade? Ihr betrügt mich, ne? Ronald, du betrügst mich. Geh doch hoch hier, Mensch. Niemals. Ich glaube beim... Ne, kommt er beim Gras eigentlich immer hoch? Ach komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, hier bin ich vorhin auch rüber. Ich weiß ja, wo ich bin. Ja. Ich glaube, das ist dieser ganz große Felsen da hinten. Da muss ich, glaube ich, hin. Ist da unten... Oh, da unten ist Wasser. Ich bin jetzt bei dem Doppelsee an der Brücke. Da gehe ich erstmal hin. Mach das. Ja, schade, dass sie das mit der FPS jetzt erstmal... Ja, bei dem ganzen Zeug, was hier geladen wird, ne? Kann man das schon verstehen. Da ist doch irgendwas am Wasser, oder? Ich krieg schon Hallos, wenn ich ans Wasser gehe. Gott, was kommt da hinten? Das sieht nicht gut aus. Herbstkinder! Ich bin ein Sommerkind! Ich bin im August geboren! Löwe! Wer den Film 1941 kennt, hebt die Hand. Ja. Nö, kenn ich nicht. Lass mich in Ruhe! Langsam wird es interessant hier. Ja, das ist schön. Ich brauche noch ein bisschen. Ich muss mich erstmal verstecken hier. Kein Bock, dass die mich gleich angreifen hier. Ja? Wieder ist einer gefallen. Der Allosaurus ist drin jetzt, ja. Den haben wir vorhin auch schon gespielt, aber der ist nicht... Nicht kompatibel. Nicht so prall, sag ich jetzt mal. Man muss sicherlich damit üben, ne? Gott. Lass mich in Ruhe. Oh, hier ist volle Hütte am Loch. Ist volle Hütte am Loch. Alter. Ja, wieder was? Du sollst nicht immer so zweideutig denken. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt... Ich bin eigentlich recht gut getarnt hier, glaube ich. Ansonsten schwimme ich. Ich schwimme... Alter, das ist ja hier Pflanzenfresser Island hier. Mhm. Die nackte Kanone, natürlich. Oh, geil. Das Intro von die nackte Kanone ist schon so Hammer. Wo er dann durch die Dusche fährt mit seinem Auto und... Oh, eigentlich müssen wir uns den mal wieder reinziehen, oder? Ja, Herrntag. Herrntag. Herrntag gucken wir die nackte Kanone. Da habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Wo ist denn deine Löwenmähne? Ja, ich bin alter Löwe, die ist schon abgefallen. Meine Löwenmähne hat meine Frau. Das kenn ich. Die hat sie mir abrasiert und als Bettvorleger hingelegt. Das Problem kenne ich zu gut. Ja. Die wird halt ständig abrasiert. Damit ich weiß, wo ich mich im Allgemeinbild befinde. So, ich bin wieder voll, glaube ich. Mein Dino hat Hunger, ja, was soll ich machen? Es geht. Ich würde da so gerne reinstürmen, aber das ist der sichere Tod. Ich muss hier irgendwie lebend vorbeikommen. Ich könnte da vorne den essen, wenn die mich lassen.
Vielleicht lassen sie mich ja in Ruhe, ich weiß nicht. Schneller schwimmen kann ich leider nicht. Ich will nichts von euch, ich will nur essen. Nackte Kanone muss man kennen, das ist Kulturgut eigentlich, ne? Jetzt kommen die schon ins Wasser, das gibt's doch gar nicht. Scheiß Stego, Mann, verpiss dich. Alter. Ich will auch nur was essen. Also die haben echt eine große Fresse, die Viecher, ne? Mhm. Ja, ja, wedel mal mit deinem Schwänzchen rum. Das erinnert mich gerade an dieses Video, was ich dir geschickt hatte mit dem, wie heißt das Vieh? Der da mit seiner Scheiße rumwackelt da. Oh, wir sind jetzt alle in harten Schienen. Ich möchte nur was essen, ich möchte nur was essen. Lasst mich was essen. Wieso sind die schneller im Wasser? Ach, der kann ja noch laufen im Wasser. Wenn die anderen beiden noch mitmachen, dann... Lassen wir nichts essen hier. Gib mir ein bisschen Aas. Ich will nur essen. Und schon bin ich wieder weg. Keine Sorge. Ja, krieg dir wieder so ein bisschen Angst. Ach, das ist ein T-Rex. Weiß nicht, ob der dazugehört jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwas sehe ich doch da vorne auch schon wieder in den Büsche rumlaufen. Ihr seid noch beide zusammen, ja? Ja. Aber gleich sind wir alle tot. Echt? Wahrscheinlich. Wer kommt? Oh geil, das sieht geil aus hier mit der Lichtung. Mega. Die mit ihren Wedelschwänzen, ey. Also es scheint so, als wenn sie die nochmal überarbeitet haben, ne? Sonst wird die ja kaum einer nehmen, ne? Scheiße, hat mich erwischt. Bist tot? Hat mich zwar auch erwischt, aber... Oh, da ist schon wieder so einer, das gibt's ja gar nicht. Oh, ich bin tot. Oh, dann komm als Pflanzenfresser rein. Alles klar. Mal gucken, was ich jetzt hier noch so reißen kann. Es geht auch gerade schon mehr die Sonne unter hier, ne? Moment. Sag gleich was. Oh, bei minus 180 bin ich gelandet und minus 140. Oh Gott, schenk mir eine Selbstmordfunktion. Ah, Moment, ich gehe jetzt schnell angreifen. Ich bringe mich jetzt um. Ich komme dann auch als Pflanzenfresser rein. Lad mich nochmal auf und dann geht los. Die Raptoren, ja, auf jeden Fall. Wenn man sich als Raptor hier ins hohe Gras legt, sieht man den gar nicht mehr. Also das definitiv. Reicht ja schon, glaube ich, als Kanu oder so, wenn man sich in die Gräser legt. Dann sieht man die auch schon nicht mehr. Das funktioniert ganz gut jetzt. Willst auch Toffifee? Oh. Ich schick dir einen per Mail. Ich schick dir nachher ein Bild. Ich schick dir nachher ein Toffifee-Bild. Das kannst du dir ausdrucken und kannst du essen dann. Musst du dir welche kaufen? Ich will die ja immer gar nicht essen. Ich will ja gar nicht so viel naschen abends immer. Aber immer, wenn ich den Schrank aufmache, sind welche drin. Das ist halt doof. Das ist ein toller Schrank. Den möchte ich auch. Würden da keine drin liegen, würde ich auch keine essen. Das ist halt immer... Oh Gott. Es juckt mir die Nase wie Sau. Dorin hat auch Toffifee. Wirkt ihr die Raptoren? Ja, aber da müsste man schon eine größere Gruppe sein. Also wirklich eine richtig große Gruppe. So 8, 9, 10 Tiere, dann wird das schon ganz geil werden, denke ich.
So, Ronald, dann machst du nachher den Gruppenleiter, glaube ich. Ich werde mich jetzt mal schnell töten. Mal gucken, ob ich noch einen mitreißen kann hier. Nimm sie alle mit. Naja. Lösch die Map aus. Ja, Stamina geht definitiv viel zu schnell runter jetzt. Ja. Wenn ich da jetzt so hingucke, das ist ja gleich weg. Also wenn das so bleiben soll, das war vorher viel besser. Gurkensalat, grüß dich. Bist auch neu, oder? Wie viele sind wir, die hier gerade spielen? Drei Mann, glaube ich, ne? Vorhin waren noch zwei Mann dabei, ja. Die sind aber, glaube ich, nicht mehr da. Ja, im Moment sind wir drei, ja. Ach, ich hänge schon wieder... Ah, das ist doof, dass die jetzt jedes Mal an der Büsche festhängen. Weil man kommt hier kaum noch irgendwo durch. Chips hab ich auch noch hier. Cheese and Onion. Die Pringles habe ich auch noch liegen hier. Mann, mit so was kannst du mich jagen. So Chipsmensch bin ich. Echt? Ich brauche Schokolade. Oder Gummibärchen. Gummibärchen. Boah. Och, tütenweise. Nee, kann ich gar nicht. Ja, ich glaube, die Farben hier im Chat, die ändern sich immer die ganze Zeit. Weiß gar nicht, ob man das jetzt hier fest beeinflussen kann. Da hinten wird gejagt, glaube ich. Ich gehe da einfach mal hin. Ich gehe dem mal helfen, dem Alu. Eigentlich müsste man jetzt wirklich so mit 10 Rex und keine Ahnung was weiß ich, wie vielen Alus und Kanus, müsste man diese Insel hier übernehmen. Aber mit 10 bist du, glaube ich, schon ganz gut ausgerüstet. Ja. Kannst schon einiges bringen. Rudel aus 3 Raptoren ist zu wenig. Es ist zu wenig. Minus 30, minus 20. Ich bin minus 66, minus 102. Oh, jetzt kackt das Spiel, glaube ich, gleich ab. Irgendwie läuft es richtig mies gerade. Ich habe hier auch im Wald gerade jetzt, ja, 30 FPS noch. Irgendwie ist gleich... Geht gerade gar nicht mehr. Also ich habe jetzt hier gefühlte 20 FPS nur noch. Ja, so schlimm ist bei mir nicht. Irgendwie ist es gerade richtig mies. Ah, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt kommt der. Kommt mit Verstärkung. Alleine kannst du nicht, ne? Ja, wedel mal mit deinem Schwanz. Ist das hier? Da ist auch noch so eine. Ich habe jetzt auch einen Wedelschwanz. Oh, ich werde vom T-Rex gejagt. Na komm her, T-Rex. Ist auch ein Wedelschwanz? Ich habe einen Wedelschwanz. Nein! Und weg ist der Rex. Also Wedelschwanz ist definitiv total OP. Aber er hat mich halb tot gehauen. Ich nehme das Dings hier, das Strike ist cool. Also Wedelschwanz macht 2 Schläge, dann ist man tot. Komplett tot. Alter, ich habe auch nur noch 250. Aber ich habe ihn auf jeden Fall erwischt. Den Wedelschwanz habe ich getroffen. So, kannst du mich einladen? Ne, warte, ich, ja. Oder lad mich einfach mal ein. Ich würde gerne sterben. 0 zu 4. Oh, ist das mies heute. Heute habe ich nichts auf dem Kasten. Ah, ich bin am großen See hier. Das ist schon mal gut. Ich bin auch am großen See. Echt? Ja. Kann ich die Bäume hier nicht essen? Ach scheiße, die kann man ja nicht essen hier, ne? Wer ist das denn? Ne, den kenne ich nicht. Hast du mir gerade eine Einladung geschickt? Mittens 02, grüß dich, willkommen. Gott, und was für eine Gruppe bin ich denn drin, ja? Habt ihr euch gerade gegenseitig gejagt, hä? Warte mal, warst du am Wasser vorhin? Ja, ich? Ja? Ja. Hast du mich getötet? Ja. Ich war der T-Rex, der dich angegriffen hat. Schön. Ich war der Stego, der dich erlegt hat. Das ist gut. Oh, und wir quatschen aneinander vorbei. Das ist episch. Das ist episch. Ja. Alter. Das ist geil. Benjamin, grüß dich. Willkommen.
Hat der Knotenkot mich getötet? Ich wollte ja sowieso sterben. Aber ich habe dich durch die Büsche nicht mal gesehen. Also ich konnte nicht mal richtig attackieren. Aber ich habe dir was verpasst, ja? Ich bin sogar in der Hecke gerannt, was mich halt totgehauen. Ich hatte nur 250. Also hätte ich dich noch einmal gebissen, wärst du tot gewesen. Ja. Alles klar. Ich bin immer noch fast tot. Also habe ich dich zweimal erwischt, mindestens. Ich wollte mich ja an dir vorbeischleichen, aber du drehst ja gleich um und rennst mir näher. Also theoretisch zwei Bisse bist du tot. Ja. Und zwei Schläge bin ich auch tot. Ja. Also eigentlich ziemlich ausgeglichen. Ja, ja doch, daran hat man es gesehen. Alles klar. Und wir labern noch so, weißt du, oh, da war gerade ein T-Rex, der mich angegriffen hat. Und ich so, scheiß Dingo. So eine Deppen, ne? Das ist, Ladies and Gentlemen, das ist dumm und dümmer. Also es ist wirklich, also wenn wir zusammen spielen, das geht gar nicht. Also sowas können wir immer gut, ne? Ja. Oh Mann, oh mein Gott. Wer mit dem lässigen gegangen? Ja, eigentlich fehlt hier noch, bei dem finde ich, fehlt noch so die Sonnenbrille, ne? It's good to be a gangster. Da fehlt echt noch die Sonnenbrille. Jetzt so einen schönen Beat hinterlegt so. Jetzt bin ich hier am großen Wasserloch und keiner ist mehr da. Ich bin am großen Wasserloch, ich bin bei der Brücke. Dann lad mich mal ein. Achso, verkloppt ihr euch gegenseitig? Ja, das passiert. Wir lieben uns halt so sehr, dass wir uns gegenseitig tothauen. Aber wie gesagt, ich hätte ja eh sterben wollen. Also von daher ist das. Hast du Einladung gekriegt? Ach so, ja. Ja, passiert. Wir sind alt. Wir sind beide wirklich sehr alt. Ich schiebe es einfach mal aufs Alter jetzt. Wo bist du denn? Ich denke, du bist ja am Loch. Ja, nicht bei dir da am Wasser, am großen. Ist doch der große, wie ich bin. Nee, du bist ja immer noch halb tot, ne? Aber es geht ja schon wieder langsam wieder. Also ich bin jetzt minus 41 und 131. Das ist gar nicht so weit weg. Achso, ich bin minus 100. Da, wo dieser komische Bach dran ist, hier dieser Fluss. Ja. Wahre Liebe geht durch die Fäuste, genau. Ronald, du musst nochmal The Killer einladen. Ah ne, ich hab dich ja eingeladen, ne? Ja. Warte, alles klar. Bupp. So, ist raus. Toll, es sind hier nur noch Fleischfresser. Ist das scheiße, ist das schon wieder Kacke. Aber ich glaube, ich bin auch gleich tot. Ich werde mal hinten in den Wald mich verpieseln und da erstmal was essen. Genau, dieser Moment. He realized he fucked up. That moment. Ach nee, leib mir doch vom Leib. Hau ab, Alter. Hau ab. Komm. Greif an. Oh, komm ich über den hässlichen Berg jetzt hier nicht rüber? Er kann von vorne nicht angreifen. Er wird warten. Doch, mit 3,8 im Turm ist Schlag. Ich kann jetzt gerade nicht lesen. Ich bin jetzt hochkonzentriert, Leute. Naja, der will nämlich. Du Killer, komm und hilf mir. Komm her. Wenn ich 3,8 im Turm habe, dann kann ich auch jeden Schlager mitsingen. Matthias Reim und so. Man kann dann wirklich alles mitsingen. Also das ist ja Wahnsinn. Gerade dann läuft sowas. Ja! Komm her! Ja! Ja! Oh, ja. Mutierst du jetzt zum Killer, oder? Ja. Mein ersten Kill. Ja. Ich traue dem Stego hier aber nicht. Hau ab. Gibt er mir noch einen Schwinger. Yeah. 1-4.
Doch, Schlager, das geht. Wenn man einen im Tee hat, dann geht das. Aber wie gesagt, wir sind eine andere Generation. Das ist wirklich so. Man sagt immer, oh, es gibt keinen Generationsunterschied, aber das ist so. Was meint ihr, wie ich meine Mutter früher angeguckt habe, wenn die mit Modern Talking kam? Und jetzt bin ich der mitsingen kann. Also es ist... Dann weißt du, wer schuld hat, deine Mutter. Früher habe ich auch gesagt, was hörst du für einen Scheiß? Und Scheiß höre ich mir niemals an. Ja, und jetzt? Cherry, Cherry Lady. Aber auch nur, weil man betrunken ist, also. Ja, definitiv. Ansonsten höre ich eigentlich alles querbeet. Vier Tote und einen Kill, genau. Ja. Kaum bist du als Pflanzenfresser drin, geht hier los. Du wirst zum Killer, ne? Als Pflanzenfresser wird man zum Killer hier. Ja, wenn ich kein Fleisch krieg, dann werde ich auch zum Killer. Was der Fleischfresser nicht schafft, das schafft der Pflanzenfresser. Das Strike ist schon recht geil. Ich glaube, das ist so mein Lieblingsdino eigentlich hier so gerade. Bis der Spino kommt. Und der Quetzel. Wir sagen das, glaube ich, immer falsch. Quetzel. Verzahl wird es ja geschrieben, glaube ich. Aber Quetzal klingt irgendwie blöd. Also Quetzel. Ich kann den Baum nicht essen hier, das gibt's ja gar nicht. Iss den Baum! Ich bin schon in dem Baum drin, weißt du? Das eitert schlecht raus, glaube ich. Kannst du mal kommen? Mir ist da was Dummes passiert. Frag nicht wie. Das ist lieb, dankeschön. Martin ist ja auch korrekt, genau. Korrekter Boy. Ein bisschen beknackt, aber... korrekt. Ein bisschen? Ach so, liebe Leute, wahrscheinlich wird es morgen, da ihr Ferien habt, die meisten von euch, werde ich wohl morgen dann auch streamen und Donnerstag wohl auch. Ach nein, oh. Guck mal. Ja, schrei für mich. Ja. Ja, komm. Ja, fein. Ja. Ich finde den so geil. Teabag den Baum, das wird helfen. Wer ist denn das hier noch? Den Baum kann ich nicht teabaggen. Sonst hätte ich schon gemacht. Ich teabagge alles und jeden. Martina? Muss ich das verstehen? Was ist jetzt hier? Ich muss mal kurz lesen hier. Das heißt seit 20 Minuten? Was ist seit 20 Minuten? Es gibt die Schlange schon? Hä? Es ist ein neuer Tag, oder was? Achso, gibt es die Schlange schon? Nee, die gibt's noch nicht. Die ist in den Files drin, aber ich denke mal, als nächstes wird der Vogel kommen und dann die Schlange. Ich bin gerade verwirrt. Jetzt konnte ich den Baum essen, siehste. Mir geht's gut. Ronald, wo bist du? Ich bin jetzt im Moment minus 2, minus 69. Okay. 69. Ist das schon wieder... Alter. Was? Hä? Wolltest schon wieder eine Anspielung auf 69 machen gerade? Ach ja, da würde ich schon lange drüber hinweg. Wir spielen ja schon wieder anderthalb Stunden, ne? Das gibt's ja gar nicht. Alter, wie die Zeit rast in diesem Spiel. Wahnsinn. Der Drüger macht wieder diese Geräusche, ja, richtig geil. Ich muss mich erstmal kurz ausruhen hier. Ja, weiß ich nicht, wir können ja mal, Martin ist verwirrt, ja. Ich bin total verwirrt gerade. Schlängelt er mich rum hier. Wir können ja mal als Raptor-Gruppe rumrennen. Demnächst. Ich will das auch mal testen. Also wenn wir jetzt verrecken, dann gehen wir mal als Raptoren rein einfach. Okay. Ich sehe gerade, mein Stream hat verworfene Frames. Das war bestimmt da, wo es vorhin so geleckt hat, im Wald. Läuft der Stream bei euch sauber? Also jetzt geht's schon wieder zurück.
Aber ich habe 208 verworfene Frames. Das muss zwischendurch mal geleckt haben. Das war jetzt so eine Mischung aus Lecken und Ruckeln. Geleggelt. Hat's geleggelt bei euch? Das sehe ich jetzt erst. Also ich. Es kann nur da gewesen sein im Wald vorhin. Aber jetzt läuft's eigentlich ganz sauber. Ja. Da kommt doch irgendwas. Ich dachte, wir gehen töten, wir Killer. Aber was willst du ausrichten? Der läuft flüssig. Lief er die ganze Zeit flüssig durch oder habt ihr zwischendurch massive Aussetzer gehabt? War ja ich hab ein Problem. Was denn? Ich kann mich töten. Ich hänge irgendwo fest. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Du hängst fest? Ja. Dann hast du jetzt ein Problem. Da kommst du nicht mehr raus. Ja, ich muss getötet werden. Scheiße, wo bist du denn? Plus 21, minus 51. Plus 21? Hm? Dann muss ich in die Richtung. Ich hab ungefähr einen Meter Radius, den ich laufen kann. Mehr nicht. Plus 51 und was noch? Plus 21 ja. Und was noch? Plus 21 und minus 51. Minus 51? Ja. Da geht's hoch, also in die Richtung. Oh. Wenn ich im Wald renne, ist es ruckelig. Ja, leider. Aber ich will das Spiel auch nicht runterschrauben. Das ist aber erst seit der Wald drin ist, läuft es ruckelig. Ja, das ist. Leider ist es so. Also von den FPS war es besser. Also wir hoffen auf die nächsten Patches, dass wieder flüssiger läuft. Aber wie gesagt, das liegt halt an Unreal Engine und am Spiel, ne? Jetzt gehe ich schon wieder. Ich muss hier hoch, glaube ich, ja. Minus, was war das? Ja, plus 21, minus 51. Oh Gott, da rennen wir eine ganze Weile jetzt. Yes. Diese Geräusche bringen manche Herzen zum Schmelzen, ja. Der Drüo kann nicht angreifen, nein, der ist einfach da. Der ist süß. So, das ist so der Frauendino, ne? Oh, da kommt was. Ja, ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dich gesehen. Hau bloß ab. Fast so wie das Loch in die See jetzt, wo ich hinkomme. Ich hab irgendwie auf See so ein Glück. Ja, ist gut, Leute. Aber ich glaube, die greifen gleich an. Die sind zu dritt, das ist natürlich scheiße jetzt. Hängst du jetzt echt in so einem Loch fest? Das gibt's ja gar nicht. Den schwarzen Raptor, warum? Das ist ein Special Raptor? Genau. Ich muss erstmal den Drohnen halt jetzt töten, sonst kommt er nicht mehr raus aus seinem Loch. Wegen der Tarnung, weiß ich nicht, schwarz, ob da schwarz unbedingt sinnvoll ist. Gut, ist im dunklen Wald natürlich. Aber ich habe immer so meinen Special Raptor, den ich so nehme, der so ein bisschen gestreift ist. Nicht der gelbe, sondern der eigentlich schon gut getarnte. So, wir sind jetzt 34 plus und 52 plus. Oh Gott, wir müssen mehr in die Richtung, glaube ich. Ah, das ist natürlich scheiße, dass der Suizidbefehl nicht mehr funktioniert. Ja. Also das kann dauern, das kann dauern. Ich muss mich erstmal ausruhen, bin schon alt. Antworte gleich. Ist da noch ein Drüo da vorne? Der ist weg? Ach ne, er sitzt da hinten, ne? Weißt du schon, was du morgen streamst? Ne, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Also wenn morgen der... Ich höre hier irgendjemanden. Wenn morgen der Quetzel rauskommt, dann auf jeden Fall nochmal wie Eil. Boah, kau schneller, ich helfe dir gleich. Ich genieße meinen Toffifee, ja? Anschieb, an.
Und ansonsten denke ich, werden wir mal wieder eine Runde DayZ spielen. Die 0.60 kommt ja bald. Und die haben versprochen, 50% mehr Performance in der Stadt. Ist das geil. Der Boden ist auch schwarz, wenn du... Ja, genau, ja, gut. Das ist schon richtig. Aber wenn du ins hohe Gras gehst, denke ich mal, bist du mit einer anderen Farbe vielleicht besser dran. Wirbelsäulen gebräunte Raptor, genau, genau. Ja, Autokorrektur ist mir was Feines. Aber ich bin echt gespannt, in was für einem Loch du festhängst, ey. Das gibt's ja gar nicht. Das ist eigentlich kein Loch, es ist eigentlich nur eine kleine Senke. Das ist. Ja, wie gesagt, das Suizid, das war ja für eine kurze Epoche drin, sag ich mal. Und das haben sie rausgenommen. Warum auch immer. Das ist der Befehl muss rein, gerade wenn man irgendwo festglitscht. Ich meine, du könntest ja versuchen, wenn du dich nochmal ausloggst und wieder einloggst, kann das passieren, dass du woanders wieder rauskommst. Versuch das erstmal, bevor wir da jetzt ewig hinlaufen. Ja. Ja, DayZ hab ich auch mal wieder Bock drauf, muss ich sagen. Du hast ein ganzes Weilchen her, ne? Aber wie gesagt, sobald der Vogel hier draußen ist, fliege ich hier. Fliege ich den ganzen Tag hier umher. Hui! Dann setze ich meine Propellermütze auf und fliege durch die Wohnung. Und lasse dann Kotklümpchen fallen. Kopfkino! So, Killer, wir warten jetzt kurz. Ist ja jetzt nicht wahr, oder? Was? Zeig ich mir keine Server mehr an. Was, ernsthaft? Was found, ja. Musst du mal wieder refresh machen. Da ja, mache ich die ganze Zeit. Dann geh nochmal komplett raus und spiel. Alter. Nee, no servers found. Was, ernsthaft? Ja. Jetzt hast du keine Server mehr? Nee. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Gab's jetzt gerade ein Update oder sowas? Das ging komplett aus nochmal. Ja, guck mal, vielleicht gab's da jetzt gerade ein Update, ein frisches. Na, willst du Stress? Ja, hau bloß ab, du. Verbindung zu Steam-Netzwerk nicht möglich. Ist gerade Steam abgekackt? Mit Steam-Account. Oh, oh, Killer. Lauf, lauf, lauf! Ja, Steam ist durch. Der ist down. Ja, komm her. Komm her. Lass meinen kleinen Dryo-Freund in Ruhe. Hau ab! Ja, Steam kommst nicht mehr rein. Steam ist gerade down. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Scheiße, muss kurz warten. Ja. Das ist ja richtig mies jetzt. Na gut, so lange haben wir jetzt eh nicht mehr. Oh, der will immer noch. Der will immer noch Stress haben. Ja, hast gesehen, was ich mit deinem Freund gemacht habe, ne? Na, komm her. Ja, komm her. Nein! Oh, hat mein Freund gekillt. Eine Träne für The Killer. Ich räche dich. Ich versuche dich zu rächen. Wenn er jetzt hier bleibt, kann er nur noch verlieren. Komm her. Na komm, na komm, na komm. Er hat echt bloß in dem Loch auf euch gewartet. Ja. Gut, das kann ja nun keiner ahnen, dass Steam jetzt gerade abgekackt ist. Nee. Big Brother schlägt zu, genau.
Steam ist down, ja. Schöne Scheiße. Gott sei Dank bin ich jetzt hier noch drin. Also ich darf jetzt Steam auch nicht verlassen, sonst ist hier Schluss. Na komm, na komm, na komm, na komm. Versuchst es wirklich hier, ne? Versuchst es wirklich. Gut, dann gucke ich mir jetzt halt den Stream an, so lange. Schön, aber das kann eigentlich nicht lange dauern. Steam denkt sich nichts dabei, das ist ja das Problem. Ja. Ich tappe mich jetzt erstmal auf und warte, bis er kommt. Ja, passiert. Kommst du wieder her, weißt du ja, wo ich bin. Aber wir haben seinen Kumpel erlegt. Jetzt kommen ja auch die ganzen Leute nicht mehr mit rein hier. Das ist wirklich doof. Ja, das ist wirklich fies. Nutze gerade ein lustiges Taschenbuch als Unterlage für meinen PC, damit er nicht überhitzt. Lustige Taschenbuch, war das nicht hier von Entenhausen und so? Ja, oh, ich habe die Dinger geliebt. Ey. Echt? Das müsste jetzt 4-2 sein, ja? Ich guck mal. Ja, ja, ja. Ich schaff vielleicht noch den Ausgleich. Der ist, glaube ich, noch irgendwo hier. Ich höre ihn. Irgendwas ist hier gerade in der Nähe. Naja. Das bin nicht ich. Drei. Oh, jetzt ist mir gerade so ein Krümel vom Toffifee. Ist mir. Oh. Bin gerade im Hals stecken geblieben. Das kommt vom Alleine essen. 3x2f, ich gehe wieder zurück zum Tümpel da. Da hinten schleicht er rum. Ja, ich hab dich gesehen. Da schleicht er echt rum. Jetzt will er deine Leiche essen. Komm her. Ich seh dich. Naja, mach mal. Wir gehen gemütlich zum Wasser, dann passt das schon. Ja, wie gesagt, also wenn nichts dazwischen kommt, morgen dann auch wieder von 23 bis 1 Uhr Stream hier. Und entweder The Isle oder DayZ. Das entscheiden wir ganz spontan. Und wenn der Stream ausfällt, dann schreibe ich das auf jeden Fall auch wieder. Das hat ja letzte Woche auch ganz gut geklappt. Letzte Woche war das, glaube ich, ne? Da ging es leider nicht. Ja. Aber das hatte ich auch schon vorher angekündigt, dass ich nicht genau weiß, ob ich Donnerstag streame oder nicht. Ah, die Zeit rast hier auch, ne? Das ist Wahnsinn. Nee, Laurin kenne ich nicht. Ja, eigentlich kannst du mitspielen. Wie gesagt, LA2 sind wir gerade. Aber wenn Steam jetzt abgekackt ist, dann können die Leute auch nicht wieder neu raufkommen. Also in der Regel, wenn wir wie Isle spielen, kann jeder, der das Spiel auch hat, mitspielen. Definitiv. The Provider, grüß dich. Willkommen. Auch ein geiler Name, The Provider. Jetzt wird mein Internet gleich ausgemacht. Sie haben ihr Tageslimit überschritten. Nein! Ja, ich sehe sie da unten schon. Ja, ist ja sowieso jetzt nicht mehr, also die 2 Stunden sind jetzt auch gleich rum. Und ja. Wie gesagt, dann bist du beim nächsten Mal, wenn du einfach dabei bist. Dann machst du einfach mit. Schreibst du hier im Stream, dass du gerne mitspielen möchtest und dann kannst du mitspielen. Ach, da ist er schon. Das ist kein Problem, da kann jeder von euch mitspielen.
Er ist schon wieder ein Trio. Sollst mich verteidigen? Ich will zum Wasser. Ich muss trinken. Er konnte gerade fliegen, ja. Boah, ist das so niedlich. Der ist niedlich, ne? Der ist niedlich. Ja. Wie er hier umherschlabbert. Ist Steam jetzt schon wieder on oder ist immer noch? Nee, on? Es geht immer noch. Machst du mal einen 24-Stunden-Stream? Ich weiß es nicht. Erstmal glaube ich, packe ich das nicht mehr. Und zweitens, wie gesagt, ich habe Frau und Kind. Ich müsste dann mal gucken, wenn ich irgendwann so einen freien Tag mal habe, wo die dann ausgeflogen sind und auch über Nacht wegbleiben, dann könnte ich sowas mal machen. Aber ansonsten geht das nicht mehr. Das ist leider so, ne? Wenn man Familie hat, dann schwierig. 12 Stunden würde ich bestimmt noch packen, aber 24 Stunden glaube ich nicht. Also dann würde ich, glaube ich, abklappen zwischendurch. Richtig. Naja, auch wenn man verheiratet ist und Kinder hat, gibt es ja so einen Herrentag, ne? Wo die denn mal woanders schlafen und man dann einfach mal auf dem Balkon ein bisschen grillt, sich einen schönen Cuba Libre macht und alles. Aber ich glaube, wenn ich dann mal so einen Tag wirklich frei bekomme, dann werde ich dann den Tag nicht streamen. Ich glaube, den werde ich einfach für mich mal genießen. Und mich da nicht nur hinsetzen und 24 Stunden streamen. Ich kann dazu nichts sagen. Also wie gesagt, ich glaube, ich würde es körperlich gar nicht mehr schaffen. Wenn man schon Ü30 ist, dann geht das nicht mehr. Also das können die jungen Leute nicht verstehen, aber da kommt ja alle hin. Ab 25 ist der Bauch da und ab 30 ist er die klinisch tot. Ja, Steam läuft. Steam läuft? Na, dann komm noch mal rein hier. Ja. Viertelstunde kannst du noch mit daddeln. Ja. Wir sind am großen Wasserloch. Ich werde erstmal was essen da vorne. Oh, LE2 Server ist auch leer jetzt mittlerweile. Ist leer? 38 Leute sind noch drauf. Krass. Werd mich genießen, ja? Natürlich. Ich hänge immer noch drin in meinem. Ich genieße mich nur, ständig. Während ich hier streame, genieße ich mich. Wie schon dreimal habe ich mich genossen. Ihr seht meine Hände nicht. Ja, das war. Vergiss das einfach. Ich komme da nicht raus. Bist du immer noch drin? Ja. Jo, dann ist es jetzt unsere Mission. Wir müssen ihn töten. Wickler, komm, wir gehen Ronald töten. Sonst kommt er da nicht mehr raus. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Wir müssen da hin. Kannst du mal deine Koordinaten sagen? Ja. Plus 22, minus 51. Okay. Der Killer, lauf vor. Bring mich zu Ronald. Na los. Auf. Bring mich zu Ronald. Na komm. Na los. Das ist auch ein Kacke. Das ist... Wir müssen Ronald jetzt befreien, sonst kann er beim nächsten Mal nicht mehr mitspielen. Aber ich... Na komm, du kennst den Weg. Na los. Aber wenn du niemanden hast, mit dem du zusammen das Spiel spielst, dann hältst du dein Leben lang fest zu dem Scheiß. Alle Minuten wieder kommt so ein Kommentar. Ich weiß nicht, was ihr meint. Du hast dein PC gerade runtergefahren? Achso. Ja, ist nicht schlimm. Wie gesagt, kommst du einfach beim nächsten Mal ganz, ganz spontan. Wie gesagt, 23 bis 1 Uhr ist immer Stream. Immer dienstags und donnerstags. Dann kommst du einfach mit zu. Und dann passt das. Und dann kannst du mal mit da drin. Umso mehr Leute wir sind, umso mehr Spaß macht das auch. Umso größer ist unsere Army hier. Wenn ich wenigstens hopsen könnte. Ach, da ist er schon wieder. Ah, ich hab dich im Blick, mein Freund. Ah, schaff ich's? Ich hab ihn raus. Eine Fleischfresser war ein Streamer, ein Deutscher, der die Leiche fressen wollte. Den ich da verjagt habe, ja? Stream, gibt es doch Leute, die VI streamen, ja? Gibt es jetzt noch mehrere, die das streamen? Wahnsinn. Bin der begeistert. Killer, ich muss mich kurz ausruhen. Wie gesagt, Mission ist jetzt den Knotencode befreien. Du hörst mir auch nicht zu, ne? Was? Ich habe vor einer Minute gesagt, ich bin raus. Oh.
bin rausgeslidet aus meinem. Ich hab dir tatsächlich nicht zugehört. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, dann komm hierher, dann müsstest du jetzt. Ja, ich versuch's. 23 und 44. Beides plus oder was? Warte. Ja. Wir sind beim Maya-Tempel. Da gehen wir jetzt hin. Ich versuche da noch hinzukommen. Liegst du hier? Ach, hier unten ist er. Lass es geschehen. Lass es einfach geschehen. Ja, genau. Ja, hier, pass lieber auf, Killer. Ich glaube, die wollen jetzt ein bisschen Spaß mit uns haben, oder? Ich glaube, wir halten uns mal so ein bisschen in die Richtung. Das ist das große Treffen jetzt am Tempel da oben. Gerade 3 Streamer? Echt? Tatsächlich? Wahnsinn. Guck mal, hier geht's schon los. Komm, ich muss noch einen Kill machen. Ach, scheiße. Oh, die wollen immer dich fressen. Das gibt's ja gar nicht. Los ab, du. Ja, so lange machen wir auch nicht mehr. Die wollen immer. Mensch, lauf, lauf, lauf. Ist ja, als Dryo bist du nur Beute. Du bist einfach Beute. Da kommt die Stego Army. Bleib mal da in der Nähe am besten. Als Raptor, ja, dann müsste ich jetzt nochmal sterben, aber 10 Minuten haben wir noch, mal gucken. Los, ich den Kopf abstützen. Dann sterbe ich auch mal. Raptor ist cool. Echt? Wollen wir jetzt Raptor machen? Ja, ich leg mich hier jetzt mit Organ an. Ja, aber ich will nicht kampflos sterben, das möchte ich nicht. Ich würde ja sagen. Gut, ich bin weg. Werd ich getötet. Ich habe jetzt auch keine Chance, dass mich irgendwer tötet hier. Kommst du jetzt als Raptor rein? Ja. Na, greifen Sie mich jetzt noch an oder nicht? Ich frag mal, ob er mich einfach killt hier. Moment. Ach scheiße, er kann ja meinen Namen nicht sehen. Achso, guck mal, jetzt tötet er mich. Ich bin schon fast tot, du beißt nochmal zu. Ja, Couch ist immer gefährlich, das kenne ich, ne? Wenn man sich dann so kurz so ein bisschen streckt auf der Couch, so. Und das Geile ist, man ist auf der Couch wirklich nach 2 Minuten eingepennt, dann steht man auf, geht ins Bad, putzt sich die Zähne und man ist hellwach. Man liegt im Bett. Ja. Das ist jeden Tag das Gleiche. Was ist mit ihm hier? Wenn er sich duckt. Was war das denn? Lag! Mega Lag! Die töten mich nicht, das ist das Problem. Ich glaube, das Spiel hat gerade Probleme. Also bei mir läuft alles gut.
Sind wir eine Kombi-Figur? Geil. Ich finde jetzt auch keinen, der mich... Ich will ja hier nicht einfach so die Leute angreifen. Das ist scheiße. Oh, habe ich auch gemacht. Zähne putzen, bevor es auf die Couch geht. Einfach auf der Couch liegen bleiben, genau. Das ist natürlich, das wäre das Beste, was man machen könnte, ja. 100 Komma und töte mich mal schnell. Ja, ich bin auf dem Weg. War das irgendwie 23 und 23 oder was hast du gesagt? 31 und 21, ja. Ich bin hier bei diesem Tempel. Und ich hoffe, ich komme dann in der Nähe raus, nicht, dass ich so weit laufen muss jetzt. Ja, so. Ach, da oben ist ja auch schon ein Raptor, siehst du. Kannst du mich ja richtig mal anspringen und so. Aber einen Kill will ich vorher noch machen. Darauf noch ein Toffifee. Nu. Besteck mich hier gerade. Das wilde Ronald kommt zur Rettung. Hä? Komme, um dich zu essen. Ja, dann komm auch. Hey. Bin auf dem Weg. Ja, ich gehe dann mal als schwarzer Raptor rein. Zartbitter-Schokolade. Boah. Oh, da schüttelt mich das richtig. Boah, nee. Oh, immer Vollmilch. Aber Zartbitter, bleh. Kannst du mich echt jagen. Geht auch. Nee. Okay. Zartbitter ist die beste? Nee. Ihr seid doch keine Menschen. Du hast doch keine Ahnung. Oh, es hat geknackt. Mazel Tov, danke für den Follow, sei willkommen. Zartbitter, ja, seid ihr alle Zartbitter-Fans? Das gibt's ja gar nicht, auf. Na, greift er mich jetzt an? Milka sowieso, genau. Da könnte ich tonnenweise von fressen. Da habe ich eigentlich damals jeden Abend eine Tafel Milka gegessen. Aber da kann man nicht mehr machen. Das geht nicht mehr. So theoretisch, ich lasse mich jetzt töten von denen. Ja, macht das. Lindschokolade ist auch cool, ja. Aber ist ja teuer, ne? Oder überhaupt Kinderriegel. Oder kennt ihr noch das Mars-Eis? Das fand ich immer mega. Das war lecker. Ja. Mars-Eis ist das Beste, auf jeden Fall. Gibt's ja immer noch. Oder dieses, kennt ihr noch dieses Wassereis, dieses Cola-Eis? Wo man dann immer ewig warten musste, bis man das so rauspressen konnte. Und dann kommt man das schon. Mhm. Ja. Weiß gar nicht, wie hieß das Ding nochmal? Irgendwie was mit Tropical, Keine Ahnung. Also Tropic-Dreck, auf jeden Fall. Das war auch cool. Auf jeden Fall richtig mega. Dann hat man am Ende hat man immer noch dieses bisschen Cola drin gehabt. Oder dieses Cola-Ersatzzeug. Mars-Eis gibt's noch, hm? Das ist richtig geil. Schmeckt mir besser als der Mars-Riegel. Das Eis war cool. So, Ronald, wo bleibst du? Bin auf dem Weg. Ich will wenigstens einmal noch als Raptor reinkommen hier. Ich hänge hier an dieser hässlichen Gebirgskette wieder fest und komme nicht rüber. Ich muss einen Weg suchen, wie ich da... Mars-Eis hast du nie gegessen? Ist es. Wirklich, da verpasst du was. Ist es. Das ist echt ganz cool, ja. Ach so, ich soll einfach humpeln, ja. Oder bist du jetzt hier gerade da? Boah,
ich brauche nur eine Stunde, bin ich bei dir, ne? Ist Gebirge nicht irgendwo mal zu Ende? Rendemir, grüß dich, hallo. Was ist das für ein Spiel? Das ist VR. Ist so eine Art Dinosaurier-Simulator. Hat hier eine fette Auswahl an Dinos und kann dann hier rumrennen und überleben. Oder auch nicht. Salzstangen sind auch gut, ja. Also kannst du hier zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern wählen und gegeneinander fighten. Aber es ist noch eine ganz, ganz frühe Version des Spieles. Also wie gesagt, ist noch nicht fertig alles. Guck mal, wie es die Aasgeier anlockt, wenn ich humpel. Na kommt, ja, fresst mich doch einfach. Guck mal, wie sie... Ich kann nicht, Leute, ich muss die töten. Ich kann mich nicht kampflos fressen lassen. Oh, bist du gestorben? Hast du noch einen erwischt? Ich muss noch einen Ausgleich schaffen. Ah, ich bin gleich tot. Viel habe ich nicht mehr. Ah, okay. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal als Raptor rein. Können Sie sich an mir laben, haben Sie es endlich geschafft. Aber den Kanon muss ich noch mitnehmen. Das ging nicht anders. Ja, komm. So, schwarzer Raptor. Zack. Oh, halben Haar, lecker. Wo bin ich denn hier? Das könnte ich auch mal wieder essen. Ah, ich bin schon wieder am Wasserloch, glaube ich. Cool. Du bist Vegetarier? Das ist cool, da habe ich Respekt vor. Ich könnte es nicht. Man könnte mich nicht mehr auf die Menschheit loslassen. Nee. Ja, der ist schon ziemlich gut getarnt auf jeden Fall, das ist schon richtig. Also im hohen Gras sieht man den gar nicht mehr. Aber das ist cool, auf jeden Fall. Also, wenn man das so durchzieht als Vegetarier, ist cool. Veganer sind ja noch krasser. Also dann wäre ich auch ungenießbar, glaube ich. Also ich brauche schon mein Fleisch. So, wo kriege ich jetzt einen Kadaver her? Ich brauche einen Kadaver. Da hinten, glaube ich, liegt was, oder? Mal gucken. Oh. Oh, das kann doch nicht sein. Ich renne hier eine halbe Stunde an so einer Bergkette lang. Mosasaurus, ja. Der wäre cool. Unterwassermaps, ja. Ich denke mal, vielleicht machen sie das ja. Das ist so eine, dass sie das hier trennen nachher. So, dass es wirklich Unterwassermaps geben wird. Das würde ich auch feiern. Extrem. Aber wer weiß, ist ja noch alles offen, ne? Komplett gegessen, das große Vieh. Wunderbar. So, ich hab hier Vergnügen. Wo bist du? Hihi, ich bin schneller. Oh. Da hat der Allo den T-Rex gekillt. Was? Das geht? Ja, der war schon angeschlagen, der T-Rex. Ich versuche mal jetzt irgendwie mit dran zu bleiben. Weil ich bin ja hier schneller. Ja, von Katzes die vegetarischen Gummisachen, die sind richtig lecker. Ja? Da gibt es so Grünohrhasen und sowas. Also, die sind richtig cool. Oh, der hat mich gesehen? Der hat mich ja gesehen im Dings. Ja, das kommt drauf an. Ich glaube, wenn der die Grasqualität umgestellt hat, dass das Gras nicht mehr da ist, ich glaube, dann nutzt die Tarnung auch nichts. Wenn ich mich jetzt... Hier sieht man mich zum Beispiel gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt die Grafik auf Minimum stelle, ist das Gras, glaube ich, gar nicht mehr da. Das heißt, man kann in dem Bereich dann sozusagen cheaten. Und ich habe gedacht, ich tarn mich da gut. Scheiße. Gibt's ja gar nicht. Also nutzt es nichts, wie gesagt. Es müsste, ich glaube, bei DayZ ist das auch serverabhängig. Wenn der Server das Gras auf Maximum stellt,
dann kann man das persönlich auf Minimum stellen und man hat es immer auf Maximum. Das müsste hier auch so sein. Man könnte das ja mal probieren, aber ich will jetzt hier nicht an der Grafik rumspielen. Sonst kackt der Stream nachher ab oder so. Ja, das kann ja mal testen. Du testest, genau, teste mal. Mach mal alles richtig auf niedrig, ob denn die Bäume und das alles noch so da sind. Oder ob das krass sich verändert. Weil der hat mich eben richtig gut gesehen. Oh, ist das Beute? Nee, das Gras ist noch da. Echt? Wie hat der mich denn so gut gesehen? Radaraugen wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich junge Augen. Oh, ich bin schon wieder am Wasserloch. Ist das geil. Das ist doch easy. Bin schon zweimal hier rausgekommen. Wunderbar. Nee, das mit den Wolken eigentlich nicht bei Daisy. Wenn du die aus hast, sind die eigentlich immer aus. Also das habe ich noch nicht erlebt, dass die serverseitig an sind. Du hast die Wolken auch nie aus. Doch, ich hatte sie mal. Damals habe ich die auch ausgehabt. Aber das mit dem Gras in Daisy weiß ich, weil das... Ist das Spiel hässlich so? Weil das ansonsten ja Beschiss wäre. Weil es würden ja einige Leute zum Vorteil nutzen, wenn sie das Gras ausmachen. Und du legst dich dann ja schön getarnt hin und dann liegst du da offen, frei, zugänglich für alle. Ach, der Raptorschwanz guckt nach oben. Auch wenn ich jetzt hier so gerade liege, guckt er nach oben oder wie? Der guckt nicht mehr nach oben. Ach so. So, ich bin rausgeflogen. Wie rausgeflogen? Aus dem Spiel. Hä? Packt der Server jetzt ab? Ich bin im Menü und dann Error irgendwie, Server da. Ja, Connection Fehler. Ja, es ist dann für mich durch heute. Ach, ja, ich mach auch gleich los. Jo, schlaf gut, Laurin. Bei mir streikt die Technik heute. Nix, ich bin noch drin, also es ist... Killer, ja, zack. Ein Augenblick noch, aber lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich kann bloß nichts töten jetzt. Mit dem Raptor kann ich nichts umbringen. Das ist schlecht. Ach so. Darko Drog. Ja, schlaf gut. Nee, ja, gut, hab ich falsch gelesen. Alles klar, weiß Bescheid. Alles klar. Ja, wie gesagt, morgen dann, ich sag mal, zu 80% auch Stream. Da ist der Killer? Cool. Da oben schwebt krass in der Luft, glaube ich, ne? Wo ist er? Jetzt ist er weg. Hier dürfte man mich doch eigentlich nicht mehr sehen, oder? Eine Ego-Sicht wäre noch cool, finde ich. Wenn man durch den Wald läuft, dass man deine Ego-Sicht hat. Das wäre geil. Da wäre ich auch dafür, ja. Weil wenn man so als großes Tier durch den Wald läuft, sieht man nichts mehr. Ich finde, eine Ego-Sicht wäre geil, wenn man denn hier so die Zähne drumrum hat. Und dann, wenn man zubeißt, dann... Ich glaube, welches Spiel war das damals? Aliens vs. Predator. Wenn man als Alien gespielt hat, hat man auch die Zähne oben am Rand gehabt. Oben und unten. Das war cool. Ach, guck mal, da ist er neben mir. Renne mir. Willkommen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen jetzt. Irendemir. Oder Erendemir? Ja, die Namen sind immer krass. Man sieht die gar nicht mehr jetzt, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist schon krass. Und jetzt überlegt euch, wenn jetzt hier die Menschen durchs hohe Gras so streifen. Kann der uns sehen? Ja, schon cool, ne? Der kann uns nicht sehen. Oder? Oh. Ich hau ab.
Das ist cool. Und dann, wenn die Menschen dann durch hohe Gras streifen, dann, wenn dann so die ganzen Köpfe von den Raptoren so hochkommen. Das erinnert mich wieder an Jurassic Park The Lost World. Geht nicht durchs hohe Gras, das war geil. Schlechtes Jumpscare, ja. Das ist schon toll, ne? Mit dem Verstecken. Ja. Aber ich kann das jetzt nur aus meiner Sicht sehen. Das müssen wir mal testen, inwiefern du mich dann sehen kannst. Vielleicht sehen die ja immer noch ein bisschen mehr, weil der hat uns ja eben auch gefunden. Also scheint man uns ja doch zu sehen. Weil ich persönlich sehe mich jetzt hier fast gar nicht. Nö, ich sehe dich auch nicht, ja. Aber man weiß ja nicht, wie das aus der Sicht des Spielers ist. Aber das wird dann hier so sein. Ich denke mal so auf der Kartenmitte vielleicht, wenn dann so die... Was war das eben? Ist hier noch eine? So die hohe Graslandschaft, wo dann die ganzen Raptoren brüten. Das ist geil. Aber wir brauchen halt viele Raptoren. Dann gucken überall die Köpfe hoch und dann hörst du nur die ganzen Geräusche, Hammer. Ja. Aber so 5-6 Leute müssen wir schon sein, wenn wir als Mehr Raptoren haben wir im großen Rudel gejagt, glaube ich. Wir brauchen den schon. Aber das würde schon mal reichen, dass wir im Wesen ein bisschen was ausmachen. Aber es soll der Velociraptor soll noch reinkommen, der Utahraptor, glaube ich. Also es sollen noch ein paar Raptorenarten sollen reinkommen. Und da gibt es ja noch größere Raptoren. Also das wird schon geil. Das ist ja hier ein kleiner eigentlich. So, was könnten wir jetzt töten mit zwei Raptoren? Was können wir jetzt noch finalerweise töten? Ich weiß es nicht, ich glaube nichts, oder? Killer, wollen wir uns mal an so einen Alu ranwagen? Wollen wir den mal kaputt beißen da vorne, der läuft? Wir müssen uns ein einzelnes Tier raussuchen jetzt. Ja, 5er oder 6er Gruppen oder halt richtig große Verbände waren das. Aber du brauchst halt ein paar mehr dafür. Sonst wird das hier nichts. Da hinten kommt noch ein schwarzer Raptor. Mal gucken, ob der an uns vorbeiläuft. Ah, der frisst gerade. So, komm, lass uns mal in den finalen Kampf gehen. Wir schnappen uns jetzt mal irgendein einzelnes Tier hier. Der Kano. Der Kano sieht so aus, er möchte sterben, glaube ich. Ich glaube, der Kano möchte sterben, komm. So, jetzt gehen wir uns noch schnell den Kano schnappen. Ich will mal gucken, wie das jetzt klappt. Ranhängen war, glaube ich, mit rechter Maustaste, oder? Jo, so lange machen wir auch nicht mehr. Schlaf gut, Anchi. Da vorne ist der Kano. Schön von hinten ran und dann mal versuchen. Schon kaputt? Oh, jetzt jagt er mich. Was? Der Alu schneller? Wo gibt's denn das? Was, echt jetzt? Ja, der jagt mich gerade. Ja. Ah nein, jetzt frisst er mich von hinten an. Nein. Nein! Aber da ist gerade noch einer umgekippt. Noch einer ist umgekippt gerade. Gut. Jetzt kommen die ganzen Leute rein hier. Das ist natürlich schade, 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 schade. Aber es ist Zeit. Es ist Zeit zu gehen jetzt. Wechsel mal in die Lobby zurück. Oh, ja. Wie gesagt, für die Leute, die jetzt noch dazugekommen sind, morgen zu 80% auch nochmal streamen. Und da wird dann spontan entschieden, was wir streamen, entweder DayZ oder auch nochmal VIL. Das kommt darauf an, ob morgen der Quetzal rauskommt. Also dann bin ich definitiv hier dabei. Ja, absolut. Ja, fies von hinten hat er mich angeknabbert, ja, die Sau. Da kann man auch nichts mehr machen dann, ne? Das waren wahrscheinlich ein Kumpels waren das, denke ich mal. Aber er hat was abgekriegt. Vielleicht hat er seinen Kumpel ja auch noch totgebissen. Ich glaube nämlich, der ist noch umgekippt. Ach ja, ach ja, ach ja. Gut. Dann müssen wir ein bisschen überzogen. Ist okay. Dann würde ich sagen, genau, schlaft alle gut. Genießt eure Ferien, die Ferien haben.
Der Rest genießt die Arbeit. Ich muss ja morgen auch nochmal ran. Und genau. Ja. Schöne artige Träume. Artig. Und wie gesagt, morgen dann spontan, aber zu 80%, denke ich mal. Dann hoffe ich, dass ich euch morgen alle wiedersehe. Und ansonsten bis Donnerstag. Gut. Muss mal gucken, komme ich hier raus? Ja. Genau. Ronald, sag auch nochmal tschüss. Tschüss. Schlaf gut, bis morgen. Tschüss.